Fluch der Karibik. Jack Sparrow. Auf der Suche nach dem magischen Schwert. Gelesen von Martin Baltscheid. Aus dem Logbuch des Captains. Ich, Captain Jack Sparrow, der ich nun ein Schiff, eine Mannschaft und einen Hut mein eigen nennen darf, gelobe feierlich, von diesem Tage an all unsere Abenteuer auf hoher See sowie in den schäbigen Straßen in diesem Logbuch wahrheitsgetreu und unverfälscht zu erzählen. Und diese Aufgabe übernehme ich in meiner Funktion als Captain des schönen Schiffes Barnacle. Und ich schwöre, so wie es sich für einen Captain gehört, nichts als die Wahrheit zu schreiben über mich, meine Crew und die Ereignisse, die uns widerfahren werden, egal wie fantastisch oder schauerlich diese auch sein mögen. Ich möchte damit beginnen zu berichten, wie ich Captain wurde, wie aus der Crew eine richtige Mannschaft wurde, wie all unsere Abenteuer begannen und vor allem natürlich, wie ich eigentlich zu diesem Hut kam. Wie so viele Geschichten von Abenteuern, Bösewichten und Dieben, begann auch diese auf der Insel Tortuga, und zwar in einer Taverne namens The Faithful Bride. Fahler Mondschein lag über dem Ozean, während der Wind dichte Wolken über den Himmel jagte. Schwach wurden ihre Schatten auf die Insel geworfen. Nur wenige Sterne waren hell genug, um den Wolkenschleier zu durchtrennen. Sturmböen wirbelten den Sand der Strände auf und stießen in die Sanddünen. Es war keine gute Nacht zum Segeln. Die wenigen Bewohner von Tortuga machten es sich in ihren sicheren Häusern gemütlich. Alle anderen, Seeräuber, Gauner und Halunken, fanden sich im Faithful Bride ein und tranken dort Bier und Rum. Zwischen den Windböen des herannahenden Sturms war der Lärm, der aus der Taverne drang, noch eine halbe Meile entfernt zu hören. Lachen, Schreien und vereinzelte Pistolenschüsse drangen durch die Nacht, als die Trinkenden ein Lied anstimmten, das ihnen allen wohl bekannt war. Ei, ei, ein Piratenleben macht frei. Das Wrack Steuerbord lassen wir kentern. Backbord das Prachtschiff werden wir entern. Trinkt aus, meine Brüder, ei, ei. So segeln wir die Küste entlang. Fürsten der Barbarei wird es nicht bang. Trinkt aus, meine Brüder, ei, ei. Ein Piratenleben macht frei. Von außen sah die Faithful Bride aus wie eine zu groß geratene Scheune. Seine Wände und Böden bestanden nicht aus normalem Holz, sondern aus den Planken von Schiffswracks. Es roch auch so ähnlich wie in einem Boot, nach Teer und Salz, Seetang und Fisch. Bei Regen tropfte es aus Dutzenden von Löchern im Dach ins Innere. Die Pfützen auf dem Boden schienen aber niemanden zu stören. Bierhumpen wurden zum Prosit aneinander gestoßen, zum Nachschenken auf den Tisch geknallt und hin und wieder jemandem an den Kopf geworfen. In dieser Nacht herrschte Hochbetrieb. Jeder vergammelte Stuhl in der kerzenbeschienenen Taverne war besetzt. Ich wette, heute Nacht sind genug Seebären hier, um jedes Schiff im Port Royal zu bemannen, dachte die junge Kellnerin Arabella bei sich. Sie war dabei, leere Krüge von einem Tisch abzuräumen, an dem die Männer gerade über eine Geschichte in johlendes Gelächter ausbrachen. Sie trugen die zerlumpte und zusammengewürfelte Kleidung der Seeleute. Abgetragene Kniebundhosen, von der Sonne ausgebleichte Westen und einige von ihnen eine Schärpe oder einen Gürtel. Die meisten hatten stoppelige Bärte. Einer der Männer zupfte Arabella am Rock und grinste sie zahnlos an. Arabella verdrehte die Augen und seufzte. »Lass mich raten«, sagte sie und warf ihre braunen Locken über die Schulter. »Bier, Bier, Bier und vielleicht noch ein Bier?« Der Seemann lachte gellend auf. »Das ist mein Mädchen!« Arabella atmete tief durch und ging hinüber zu den anderen Tischen. »Nur auf dem Festland gibt's noch spanische Schätze, du Blödmann!« schimpfte gerade einer der Seemänner. »Ich spreche nicht von spanischen Schätzen«, entgegnete sein Freund, der zwielichtige Pirat Handsome Todd, und senkte die Stimme. Er hatte dem Alkohol schon sehr zugesprochen. »Ich spreche von aztekischem Gold, und zwar aus einem untergegangenen Königreich.« Arabella hielt inne und versuchte zuzuhören, während sie so tat, als hebe sie einen Bierhumpen vom Boden auf. »Du meinst doch nicht etwa Stone Eyed Sam und die Isla Esqueletica?« erkundigte sich der Seemann skeptisch. »Der Legende nach hat Sam das Schwert von Cortés, dem spanischen Eroberer, gefunden und die komplette Insel verflucht.
Ei, ei, dem Teil der Geschichte stimme ich zu, dass es nämlich eine Legende ist. Eine Legende, mein Freund. Eine kleine Stadt, ganz aus Stein und Marmor, wie von den Römern erbaut. So heißt es. Und die soll auf einer Insel sein? Unsinn. Sowas gibt's in der Karibik nicht. Das kann ich dir sagen. Vergiss das verdammte Königreich und das blöde Schwert. Ich rede von seinem Gold, stieß Handsome Todd aufgebracht hervor. Und ich kann dir versprechen, ich weiß, dass es existiert. Hab's doch mit meinen eigenen Augen gesehen. Jawohl, es ist schon durch viele Hände gewandert. So, als ob es sich selbst fortbewegen könnte. Aber es gibt Mittel und Wege, es zu finden. Hast du denn ein Schiff? Fragte der andere mit verschlagenem Blick. Ja, ein feines kleines Boot, ideal, um ungesehen den Hafen zu passieren, setzte Handsome Todd an. Doch dann bemerkte er Arabella, die vorgab, den Boden mit ihrer Schürze zu wischen. Sie blickte auf und schenkte ihm ein vorsichtiges Lächeln. Dann widmete sie ihre Aufmerksamkeit wieder dem Boden und wischte konzentriert mit ihrer Schürze herum. Blöde Kerle, immer verschütten sie ihr Bier, murmelte sie dabei. Handsome Todd lehnte sich beruhigt zurück. Dennoch sah er noch einmal misstrauisch über die Schulter, als befürchte er, die anderen Seeräuber, die Wände oder sogar der König selbst könnten ihn belauschen. Lass uns irgendwo hingehen, wo es ein bisschen ruhiger ist, ja? Wie sagt man so schön? Tote erzählen keine Geschichten. Arabella fluchte leise und machte sich davon. Normalerweise kümmerte es keinen, ob sie da war oder nicht. Sie bemerkten es nicht einmal mehr. Für die Besucher des Faithful Bride war sie einfach das Mädchen, das die Bierkrüge füllte. Im Laufe der Jahre hatte sie hunderte von Geschichten und Legenden gehört. Und jede Geschichte gab ihr ein wenig das Gefühl, selbst ein Abenteuer zu erleben. Aber eben nur ein wenig. Trotzdem, dachte sie, alles in allem war es kein schlechter Abend. Es hätte ja auch viel schlimmer kommen können. Ein Sturm schien in diesen üblen Gesellen immer das Schlimmste hervorzubringen. In diesem Moment stieß ein kräftiger Windstoß die Tür auf. Im Schein eines Blitzes erschien ein Mann auf der Türschwelle. Es war ein Fremder, bis auf die Knochen durchnässt. Zotteliges, schwarzes Haar klebte auf seiner Stirn. Und der Blitz, der kurz zuvor den Himmel erhellt hatte, schien sich noch in seinen Augen zu spiegeln. Arabella hielt den Atem an. Jemanden wie ihn hatte sie noch nie in ihrem Leben gesehen. Die Tür wurde ins Schloss geworfen und im Kerzenschein entpuppte sich der Fremde als ein wütender, tropfender junger Mann, der kaum älter war als Arabella. Für einen Moment verstummten die Gespräche, doch dann verloren die Männer das Interesse an dem Fremden und wandten sich wieder ihren Getränken zu. Der junge Mann bahnte sich seinen Weg durch die Menge, während seine Augen hektisch von links nach rechts und von oben nach unten wanderten. Offensichtlich suchte er jemanden oder auch etwas. Wütend presste er die Lippen aufeinander. Plötzlich leuchteten seine haselnussbraunen Augen auf. Offenbar hatte er gefunden, wonach er suchte. Er beugte sich hinter einen Stuhl und griff nach etwas. Arabella stellte sich auf die Zehenspitzen, um besser sehen zu können. Es schien bloß ein alter, zerschlissener Sack zu sein. Nichts, was es wert gewesen wäre, sich mit dem berühmt-berüchtigten Piraten anzulegen, der darauf aufpasste. Oh nein, flüsterte Arabella. Der Fremde biss sich vor Konzentration auf die Lippen. Er streckte seine Finger aus und versuchte unauffällig zwischen die Stuhlbeine zu langen. Ohne Vorwarnung und auch ohne das Bier abzusetzen, richtete sich der Mann aus dem Stuhl auf. Er war mehr als 2 Meter groß und sicher 150 Kilo schwer. Seine Augen blitzten vor Wut. Der Fremde legte die Handflächen aneinander und machte eine kurze Verbeugung. Bitte verzeihen Sie, Sir, ich bewundere nur natürlich Ihren hübschen Beutel dort, sagte er mit ausgesuchter Höflichkeit. Der Pirat grunzte nur und machte Anstalten, seinen schweren Bierkrug nach dem jungen Mann zu werfen. Der schnappte sich den Beutel und wich gerade noch rechtzeitig seitwärts aus. Pfeifend segelte der Krug an seinem Ohr vorbei und traf stattdessen einen hinter ihm sitzenden Piraten. Dieser Pirat war zwar nicht ganz so groß, aber er war mindestens ebenso leicht reizbar. Und er war bewaffnet. Erbost zog er einen Degen und machte einen Hechtsprung in Richtung des Unbekannten, da er annahm, dass er es gewesen sei, der gerade einen Bierkrug nach ihm geworfen hatte. Der Unbekannte stolperte rückwärts und wich der tödlichen Klinge aus. Sein Angreifer konnte den Schwung jedoch nicht mehr abfangen und krachte auf den Tisch, an dem der riesige Pirat gesessen hatte. Unter seiner Last brach der wackelige Tisch zusammen und Krüge, Münzen und Messer wirbelten durch die Luft. Die am Tisch sitzenden Seeräuber sprangen auf und zogen ihre Säbel und Pistolen. Es brauchte wahrhaftig nicht viel, um in Tortuga eine Kneipenschlägerei anzuzetteln.
Das Faithful Bride erzitterte förmlich unter dem Lärm von Schlägen, Stöhnen, Schreien und Kreischen, dem Klang der Entermesser, die auf Degen trafen, und dem von splitterndem Holz, wenn Stühle zertrümmert wurden. In dieses Getöse mischten sich der grollende Donner des Gewitters und das Geräusch des Regens, der durch das leckende Dach auf die prügelnden Tavernenbesucher hinunterprasselte. Der Fremde stand inmitten des Tumults. Und damit nicht genug. Der riesige Pirat hatte es immer noch auf ihn abgesehen. Er zog sein Schwert und schleuderte es dem jungen Mann drohend entgegen. Dieser sprang flink auf einen Stuhl, der hinter ihm stand, und die Klinge durchteilte zischend die Luft. »Komm mir nicht zu nah, ich warne dich«, zischte er. Er sprang vom Stuhl und trat gegen eines seiner Beine. Der Stuhl wirbelte durch die Luft und landete in seinen Händen. Erneut holte der Riese aus, doch der Fremde hielt den Stuhl wie einen Schild und wehrte jeden Schlag geschickt ab. Mit jedem Treffer flogen Holzsplitter durch die Luft. Ein weiterer Pirat stürzte sich auf den Fremden. Oder vielleicht hatte er es auch auf jemand anderen abgesehen. Solche Feinheiten waren mittlerweile schwer zu beurteilen. Geschickt wich der Fremde ihm aus und sein Angreifer purzelte stattdessen auf den Riesen. Da der Riese nun abgelenkt war, wuchtete der junge Mann eilig den Sack auf seine Schultern, wandte sich um und maß das Geschehen hinter sich mit einem abschätzenden Blick. Was als einigermaßen betuliches Saufgelage begonnen hatte, hatte mal wieder mit einer heftigen Schlägerei geendet. Er konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Keine einzige Wunde abbekommen«, verkündete er lautstark. »Jack Sparrow, ist kein einziger verdammter Kratzer hinzugefügt worden!« Da zerschlug jemand eine Flasche an einer Bohle über seinem Kopf. Der Riese hatte sich hinter ihm aufgebaut, ungewöhnlich ruhig für einen Mann seiner Statur. Jack wirbelte herum und begann ganz langsam zurückzuweichen. »Du gibst mir sofort den Sack zurück, Junge!« zischte der Pirat mit schneidender Stimme und bewegte die zerbrochene Flasche in Jacks Richtung. Hektisch sah Jack sich um. Doch um ihn herum war der Kampf in vollem Gang und versperrte ihm den Weg zur Tür. »Gnädiger Herr«, begann er, um Zeit zu gewinnen. Doch bevor ihm der rettende Einfall kommen wollte, brüllte der Riese auf und stürzte auf ihn zu. Eine Hand griff Jack am Kragen und zog ihn aus dem Weg. Alles geschah so schnell, dass der Riese sich nicht mehr halten konnte und mitten in ein halbes Dutzend Piraten stolperte, die sich entlang der Wand prügelten. Holz und Glas splitterten und der Sturm machte sich mit einem weiteren Donnergrollen bemerkbar. Wütend wandten sich die Piraten um und schlugen auf den angriffslustigen Riesen ein, der nicht wusste, wie ihm geschah. Ohne ihren Griff zu lockern, zog Arabella Jack durch die Menge, duckte sich weg und wich den prügelnden Seeleuten erfolgreich aus. Jack hielt seinerseits den Sack ganz fest. Seinen Sack. Nachdem sie den fliegenden Fäusten oft nur um Haaresbreite ausgewichen waren, stolperten Jack und Arabella durch die Hintertür in die stürmische Nacht hinaus. Es regnete jetzt viel heftiger und der Wind hatte an Geschwindigkeit zugenommen. Jack und das Mädchen standen in der kleinen Gasse hinter der Taverne. Die Ausläufer des Daches, unter dem sie Unterschlupf gesucht hatten, konnten sie leider kaum vor dem Regen schützen. Jack wollte sich eben zu seiner Retterin umwenden, um ihr zu danken. Da schubste sie ihn schon gegen die Wand des Faithful Bride. »Wie kannst du es wagen, in der Taverne meines Vaters eine Schlägerei anzuzetteln?« Sie hatte die Hände in die Hüften gestemmt und ihre braunen Augen funkelten angriffslustig. »Hättest du dir nicht einen anderen Ort für deine Gaunereien aussuchen können? Eine anständigere Schenke, in der die Besucher nicht gleich das ganze Haus abreißen?« Sie schubste ihn wieder und machte dann einen Schritt zurück. Jack klopfte seinen Mantel ab und glättete sorgsam die Falten. »Hör mal gut zu, Mädchen. Ich bin kein Gauner. Ich bin nicht freiwillig hergekommen und ich habe auch nichts gestohlen.« Jack wedelte mit dem Beutel vor Arabellas Gesicht herum. »Unser Freund, Captain Zwei-Meter-Monster, hat meinen Sack hier gestohlen. Ich habe mir nur mein Eigentum zurückgeholt. Wenn meine Dankbarkeit dafür, dass du mich gerade aus der Schlägerei befreit hast, dir also nichts bedeutet, kann ich ja ebenso gut meine Sachen zusammensuchen, mich nicht bedanken für so wenig Gastfreundschaft und mich auf den Weg machen. Klar soweit?« Hoch erhobenen Hauptes wandte Jack sich zum Gehen, als Arabella nach seinem Arm griff und ihn ein weiteres Mal gegen die Wand drückte. »Hast du auch nur die leiseste Ahnung, wem du den Beutel abgenommen hast, ob er nun dir gehört oder nicht?« zischte sie. »Nö, und um ehrlich zu sein, ist es mir auch egal«, antwortete Jack leichthin und schüttelte Arabellas Arm ab. »Das war Captain Torrance, du Vollidiot«, entgegnete Arabella und gab ihm einen Klaps auf den Kopf. Jack sah sie ratlos an. »Der Berüchtigte und Gefürchtete?«, versuchte Arabella es erneut. »Na, komm mir nicht bekannt vor«, antwortete Jack.
Der am meisten gefürchtete Pirat auf dieser Seite des Meeres? Unternahm Arabella einen weiteren Versuch. Ach so, Moment. Jack schien angestrengt nachzudenken. Ah, nein, doch nicht. Tut mir leid. Naja, wie auch immer. Du hast ihm etwas gestohlen und das bedeutet, dass du so gut wie tot bist. Ich sagte doch, ich bin kein Gauner, sagte Jack. Dieses mickrige Beutelchen hier und sein Inhalt sind alles, was ich habe. Ich hätte ja gerne mehr mitgebracht, aber blinden Passagieren sind nicht so viele Gepäckstücke erlaubt. Arabella verdrehte die Augen. Und dann hat ein verdammter Pirat mir das Säckchen gestohlen. Aber das kommt auf dieser blöden Insel wohl öfter vor. Ich kann mich, verflucht nochmal, kaum daran erinnern, wie es passiert ist. Der Typ hat mich von hinten überrascht. Aber ich weiß mit Sicherheit, dass das hier mein Beutel ist. Jack sprang auf ein altes Fass und öffnete den Sack. Zum Beispiel das hier. Er wühlte in dem Sack herum und fischte etwas heraus, das wie ein Wachsstab aussah. Diese Kerze, die ist doch nicht von mir. Ausgesprochen verwirrt betrachtete Jack die Kerze und warf sie dann auf den Boden. Überraschung, rief Arabella belustigt. Nein, nein, nein! Jack war wütend. Er durchwühlte den Beutel und förderte dann etwas zutage, das verdächtig nach alter Unterwäsche aussah. Angewidert schüttelte er sich und warf sie weg. Als nächstes kam etwas, das Ähnlichkeit mit einer vertrockneten Ratte hatte. Ich heiße übrigens Arabella, sagte das Mädchen. Jack reagierte nicht. Das Mädchen hat nämlich auch einen Namen und der lautet Arabella. Jack, grunzte dieser zur Antwort, ohne ihr sonderlich große Aufmerksamkeit zu schenken. Er fischte immer mehr furchtbare Dinge aus dem Sack. Gerade schleuderte er etwas von sich, das steingewordener Mist sein mochte. Hör mal, tut mir leid, dass ich dich so angegriffen habe, sagte Arabella ernsthaft. Mein Vater verliert nur ohnehin schon so leicht die Nerven. Und jetzt ist er garantiert furchtbar schlecht gelaunt, weil er die nächsten Wochen damit verbringen muss, alles wieder aufzubauen. Die Tische und Stühle nämlich, die du mit kaputt gemacht hast. Ein dumpfes Geräusch erklang, als eins von Jacks Wurfgeschossen Arabella an der Stirn traf. Geschickt fing sie es auf. Es war eine schwere Münze. Oh, vielen Dank, murmelte sie. Damit sind wir natürlich quitt. Es ist das Einzige, das überhaupt von Wert ist, gab Jack kleinlaut zu. Mein Messer, meine Dose, meine Münzen. Er sah sie verwirrt an. »Es ist alles weg!« Wütend und immer noch ungläubig schüttelte er den Sack aus, und heraus fielen ein paar Apfelgehäuse. Doch dann, klong, fiel noch etwas Großes und Schweres auf den Boden. Jack hockte sich hin, um es sich näher anzusehen. Seine Augen leuchteten auf, als seine Finger das glatte Leder berührten. Darin musste ein Schwert sein, und zwar ein ziemlich langes. Schwerter brachten auf dem Schwarzmarkt immer Geld. Und diese Schwertscheide sah aus, als wäre ihr Inhalt ziemlich wertvoll. Er war reich. Naja, vielleicht nicht reich, aber zumindest würde er sich die Dinge, die er verloren hatte, zurückkaufen können. Andererseits, vielleicht würde er die Waffe auch gern behalten. Er hatte ja noch kein Schwert. Und jeder in der Karibik, der etwas auf sich hielt, besaß eines. Als er jedoch die Schwerthülle aufhob, bemerkte er gleich, dass etwas nicht stimmte. Sie war viel zu leicht für ein Schwert. Jack schnaubte verächtlich und warf die leere Hülle auf den Boden. Elende Piraten! Er rieb sich die Augen, ließ sich gegen die Wand der Taverne sinken und dachte an seine düstere und gar nicht so reiche Zukunft. Arabellas Augen weiteten sich, als die Schwerthülle auf den Boden fiel. War dieses Blitzen etwa Gold? Sie schenkte Jacks Wehklagen keinerlei Beachtung, hob die Hülle auf und betrachtete sie eingehend. Sie war völlig zerkratzt und verdreckt, aber die Gold- und Silberfäden, die das Leder durchzogen, waren gut zu erkennen und glitzerten im Regen. Die Hülle schien auch eine Prägung zu haben. Nein, das kann doch nicht. Arabella atmete scharf ein und befahl: Hol mir ein Licht. Normalerweise nahm er natürlich von niemandem Anweisungen entgegen und schon gar nicht von der wütenden Tochter eines Tavernenbesitzers. Aber irgendetwas in ihrer Stimme ließ Jack gehorchen. Ohne Widerrede zündete er den Kerzenstummel mit dem Feuerstein aus seiner Manteltasche an. Arabella nahm die Kerze entgegen und hielt ihre flackernde Flamme über das Leder. »Sieh dir das mal an«, sagte sie und wies auf die Hülle. Da standen Wörter in einer Sprache, die keiner von ihnen kannte, irgendwelche Abkürzungen und einige spanische Inschriften. Darunter war ein merkwürdiges, rot-goldenes Bild von einer gefiederten Schlange zu erkennen, das sehr kantig und fremdländisch wirkte. Es war das Bildnis Quetzalcoatls, des aztekischen Gottes. Arabella stieß einen Pfiff aus. Weißt du, was das ist? Fragte sie. Ihre Stimme zitterte vor Aufregung. Das ist viel Gold wert? Entgegnete Jack fragend.
Das ist die Scheide, die zu Hernando Cortés Schwert gehört. Er war der spanische Eroberer, flüsterte sie. Jacks Augen weiteten sich. Hier steht, dies gehört Hernando. Das ist das verfluchte Schwert, das Cortés die Macht gab, das aztekische Königreich einzunehmen. Arabellas Augen funkelten vor lauter Aufregung. Der Legende nach machte ihn das Schwert im Kampf unbesiegbar. Und das verlieh ihm ungewöhnliche Fähigkeiten. Zum Beispiel konnte er die Azteken dazu bringen, ihn für einen Gott zu halten. Die Azteken glaubten nämlich, dass ihr Gott Quetzalcoatl eines Tages zu ihnen zurückkehren würde. Und mit diesem Schwert konnte Hernando Cortés sie überzeugen, dass er dieser Gott war. Die Legende sagt auch, dass die Macht des Schwertträgers eingeschränkt ist, wenn er nicht auch die Schwertscheide besitzt. Der Verlust der Hülle lässt Königreiche versinken, so sagt man. Arabella wendete die Schwertscheide nachdenklich in ihren Händen, betrachtete das prächtige Leder und die blitzenden Juwelen, und ein Zittern durchfuhr sie. Sie soll angeblich aus den Eingeweiden der aztekischen Opfer bestehen. Das ist ja wunderbar, sagte Jack und ergriff die Schwertscheide mit spitzen Fingern. Aber wie kommt sie bloß hierher? Zuletzt hatte sie Stone-Eyed Sam, sagte sie und erinnerte sich an die Unterhaltung, die sie in der Taverne mit angehört hatte. Was? Der Piratenkapitän? Fragte Jack. Arabella nickte. Ja, vor vielen Jahren machte er sich mit dem Schwert und der Scheide selbst zum König einer weit entfernten Insel. Niemand weiß, was seitdem ihm oder seinen treuen Untertanen passiert ist. Vielleicht hat die Tatsache, dass wir nun nur die Schwertscheide vorfinden, etwas mit seinem Untergang zu tun. Das heißt, auf der Insel gäbe es eine kleine Stadt, ganz aus Stein und Marmor, wie von den Römern erbaut. Jack wendete die Scheide und fuhr mit den Fingern an den Nähten entlang. Erstklassige Handarbeit, dachte er. Nun, da er wusste, dass das Schwert einen der größten Schätze der gesamten Karibik darstellte. Der Schatz bestand jedoch aus Schwert und Scheide. Die eine Hälfte dieses großen Schatzes zu verlieren, würde also einen berüchtigten und furchterregenden Piraten bis aufs Blut reizen und ihn nichts unversucht lassen, auch diese Hälfte zurückzubekommen. Darüber wollte Jack lieber gar nicht nachdenken. Okay, setzte Jack an. Warum gehe ich jetzt nicht einfach zurück in die Taverne, schiebe den Sack unter die kläglichen Überreste von Captain Steckrübes Stuhl, entschuldige mich höflich und fertig. Entschuldigung, dass ich eure magische Schwertscheide entwendet habe. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ihr euer eigenes kleines Piratenkönigreich damit aufziehen wolltet. Viel Glück damit und auf Wiedersehen. Na, wie wäre das? Arabella schüttelte den Kopf. Du bist in ernsthaften Schwierigkeiten. So etwas von einem Piraten wie Torrance zu stehlen. Am besten verlässt du Tortuga auf der Stelle, oder? Du bist ein toter Mann. Sie wandte sich zum Gehen. Warte! Rief Jack und griff nach ihrem Arm. Komm mit mir, schlug er ihr vor. Verblüfft drehte sie sich um. Sie blinzelte. Schwere Regentropfen hingen von ihren Wimpern herab. Du weißt doch viel mehr über diesen Legendenkram als ich. Und auch über die lokalen Bewohner dieser Gewässer. Und wenn da drin jemand beobachtet hat, wie du mir geholfen hast, dann bist du doch auch ein toter Mann. Naja, eine tote Frau. Oder Mädchen, stotterte er. Arabella beachtete ihn nicht, schien jedoch über das nachzudenken, was er gesagt hatte. Und, fuhr Jack fort, denk mal daran, welche Freiheit es bedeuten würde, wenn wir dieses Schwert besäßen. Freiheit und Macht? Obwohl Arabella es zu verbergen versuchte, konnte Jack doch sehen, wie sehr ihr diese Vorstellung gefiel. Naja, eigentlich habe ich gerade keine anderen Pläne. Außerdem natürlich für immer im Faithful Bride zu arbeiten, oder zumindest so lange, bis ich verheiratet bin, sagte sie traurig. Oder bis mein Vater sich zu Tode gesoffen hat, fügte sie ein wenig wütender hinzu. Seit ein mieser Pirat letztes Jahr die Taverne geplündert hat und meine Mutter, die das Leben hier auch so satt hatte, mit ihm ging, hält mich hier eigentlich nichts mehr. Er war so riesig, stark. Ich vermisse sie schon sehr, meine Mutter. Arabella verstummte. Als Jack ihr trauriges Gesicht sah, spürte er Mitgefühl in sich aufsteigen. Mit ausdruckslosem Blick sah Arabella ihn an. In Ordnung, ich komme mit dir. Aber wir spielen nach meinen Regeln. Ist das klar? Das bedeutet, wir stehlen nicht von Piraten und von niemandem sonst. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass ich kein Dieb bin? Protestierte Jack entrüstet. Arabella verzog nur ungläubig das Gesicht und fuhr fort. Ich weiß, wo das perfekte Boot für uns ist. Es liegt schon seit Ewigkeiten verlassen in Salty Cove. Jack zuckte die Achsel.
Tut mir leid, Arabella, aber ich bin neu hier. Keine Ahnung, wo das sein soll. Und es wäre wohl keine so gute Idee, wenn ich einen von den edlen Herren da drin nach dem Weg fragen würde. Arabella dachte einen Moment nach. Dann zog sie eine hölzerne Haarnadel aus ihren Locken und entzündete die Spitze an Jacks Kerzenflamme. Sie blies die Flamme aus und zurück blieb eine verkohlte Spitze. Dann riss sie ein quadratisches Stück Stoff von ihrer Schürze ab und malte darauf an die Wand gestützt eine Karte für ihn. Jack beobachtete das Ganze mit großen Augen. »Ich glaube, ich werde mich noch glücklich schätzen, solch einen einfallsreichen Kameraden an Bord zu haben«, sagte er grinsend und lehnte sich vor. »Nenn mich ruhig einfallsreich, aber dein Kamerad bin ich nicht. Wir sind nichts weiter als Geschäftspartner«, entgegnete Arabella. Sie markierte das Ziel mit einem kleinen X, bevor sie die behelfsmäßige Karte an Jack weiterreichte. »Hier, für die nächsten 3 Tage hältst du dich versteckt. Ich besorge uns Vorräte, Trinkwasser und Essen. Wir treffen uns in der Abenddämmerung in 3 Nächten am Boot.« »Hervorragender Plan, Milady«, sagte Jack und deutete eine Verbeugung an. »Wir haben also ein Boot, aber...« Für einen Moment wirkte sie verloren. Schließlich war das Faithful Bride ihr einziges Zuhause gewesen. »Wo segeln wir eigentlich hin?« Jack verdrehte die Augen. »Na, wir machen uns auf die Suche nach dem verdammten, verfluchten Schwert. Du hast doch schon festgestellt, dass wir so gut wie tot sind. Naja, wenn Cortez' Schwert Captain Thornpants in die Hände fällt, sind wir noch viel toter.« »Torrance«, verbesserte Arabella ihn. »Na, wie auch immer.« 3 Tage später schritt Arabella einige Stunden nach dem Sonnenuntergang leise vor sich hinschimpfend am Treffpunkt auf und ab. Manchmal hielt sie inne, um einen wütenden Blick in den unruhigen Himmel zu werfen und ungeduldig mit dem Fuß aufzustampfen. Es hätte alles so einfach sein können. Jeder Vollidiot hätte ihrer Wegbeschreibung folgen können. Seit der Nacht, in der sie Jack getroffen hatte, hatte der Regen nicht aufgehört. Durch das Dach der kleinen Scheune auf Salty Cove regnete es noch kräftiger als in der Taverne ihres Vaters, und das sollte schon etwas heißen. Sie zog es vor, sich draußen unter dem Dachvorsprung unterzustellen, in dessen Nähe das Boot verteut lag. 3 Fackeln hatte sie darauf entzündet, um sie durch die stürmische Nacht zu geleiten. Das Schiff war nur unwesentlich größer als ein Fischerboot, aber es war seetauglich und die Segel schienen in Ordnung zu sein. Und was noch viel wichtiger war, es schien wirklich niemandem zu gehören. Der Name Barnacle war in knallbunten Buchstaben auf das Schiff geschrieben. Wo steckt der bloß? Arabella wurde langsam unruhig. Plötzlich war aus dem Unterholz am Rande der Bucht ein lautes Getöse zu hören. Schnell legte Arabella ihre Hand auf den Dolch, den sie in ihrer Tasche versteckt hatte. »Milady!« Mit diesen Worten kam Jack aus dem Unterholz gepurzelt, natürlich ganz und gar nicht auf dem Weg, den Arabella für ihn vorgesehen hatte. Er stolperte auf den Strand, verbeugte sich gespielt und sagte, »Hier bin ich! Setzen wir die Segel und das Abenteuer kann beginnen!« Der Ärmel seines Hemdes war abgerissen, sein Haar war völlig zerwühlt. Auf seinen Hosen prangte ein Fleck, der verdächtig nach Blut aussah. Arabella atmete tief durch und versuchte, ihre Erleichterung zu verbergen. »So, Mr. Sparrow also. Sie haben sich um einige Stunden verspätet. Was war denn bloß los? Ich hab dir den Weg doch genau beschrieben.« »Ah! Ja, also...« Jack kratzte sich an der Nase, um mit der Hand seinen Mund zu verdecken und vermied es, ihr in die Augen zu sehen. »Ein bisschen Strandgut, ein paar Hindernisse haben sich mir in den Weg gestellt. Nichts Wichtiges. Schließlich bin ich ja jetzt hier, oder?« »Du hast dich mit jemandem geprügelt«, seufzte Arabella und schob seine Hand beiseite. Ein tiefer Schnitt zog sich von seinem Wangenknochen bis zu seinem Mund. »Ich habe endlich meinen Beutel wiedergefunden«, ging Jack erst gar nicht auf ihre Vorwürfe ein und hielt besagten Beutel zufrieden in die Höhe. »Du wirst es kaum glauben, aber der ihn hatte, ihn nicht so einfach rausrücken wollte, ist mir darüber die Karte abhanden gekommen.« »Du hast die Karte also verloren?« übersetzte Arabella seinen Wortschwall. »Wie hast du mich dann bloß gefunden? Das würde mich wirklich interessieren.« »Ah, es gibt so viele Möglichkeiten, ans Ziel zu kommen«, kam die Antwort. Arabella schüttelte grimmig den Kopf und trat ihre schmutzigen Taschen gegen das Fass, das sie den ganzen Weg bis hierher gerollt hatte. In den letzten 3 Tagen hatte sie ihre Freizeit damit verbracht, so viele Vorräte wie möglich aus der Taverne herauszuschmuggeln. Wütend sah sie Jack an, der sich gerade seinen Beutel über die Schulter warf und rief, »Es ist doch so, Mädchen, ich bin hier und die Flut steigt, also keine Zeit zu verlieren. Können wir dann?« Er wies mit dem Arm auf das Boot. »Nenn mich noch einmal Mädchen und du darfst einen tiefen Schluck Meerwasser kosten«, grummelte Arabella, als sie begann, die Barnacle zu beladen. »Halt!«
erklang plötzlich eine Stimme hinter ihnen. Jack ließ entnervt die Schultern hängen und seufzte. Ach, was denn jetzt noch? Ich komme mit euch, fuhr die Stimme fort. Jack blickte auf. Ein gut aussehender und gut angezogener Mann stand am Wegesrand, einen Fuß lässig auf einen Felsbrocken gestellt. Er schien ungefähr das gleiche Alter wie Jack und Arabella zu haben, aber hier hörten die Gemeinsamkeiten auch schon auf. Er war groß und breitschultrig und er trug ein makellos sauberes Jackett und Kniebundhosen, die wie angegossen passten. Alle Knöpfe seiner Jacke waren poliert und an seinem Gürtel hing ein elegantes Schwert. Jack maß den anderen Jungen mit einem höhnischen Lächeln. Ha, tut mir leid, Freundchen, aber dieses Boot setzt jetzt gleich die Segel. Die Crew, nämlich diese reizende Person hier und ich, nimmt keinerlei Passagiere mehr an Bord. Geh zurück zu deinem schicken Zuhause und hab ein schönes Leben. Ich bin Fitzwilliam P. Dalton III., erläuterte der junge Mann ungerührt und schritt weiter auf sie zu. Ist mir piepegal, ob du Papst Fitz Dalton P. William VII. Bist, entgegnete Jack. Keine Ahnung, was du hier machst, aber wir sind schwer beschäftigte Seeleute, die höchst wichtige Dinge zu erledigen haben. Es wäre also nett, wenn du uns jetzt die Segel setzen und unseren Kurs einschlagen ließest. Und zwar ohne dich und dich dann aus dem Staub machen würdest. Er legte die Hände aneinander und machte eine Verbeugung. Dann drehte er sich auf dem Absatz um und wandte sich wieder der Barnacle zu. So, so, höchst wichtige, schwer beschäftigte Seeleute, was? Sagte Fitzwilliam mit kaum verhohlenem Spott. Vorsichtig nahm er ein Stück Stoff aus der Tasche, das er sorgfältig auseinanderfaltete. Arabella erkannte es sofort. Die Karte, flüsterte sie und warf Jack einen verächtlichen Blick zu. Hochmütig las Fitzwilliam vor. Treffe Arabella hier nach Sonnenuntergang, um Boot zu befehligen, Cortez Schwert zu finden, Captain Tourniquet auszuschalten, den perfekten Hut zu finden, selbst Captain zu werden und die gesamte Karibik zu beherrschen. Dann lebe glücklich bis ans Ende aller Tage. Oh, Jack, seufzte Arabella peinlich berührt. Ich nehme an, die Sache mit dem Hut bekomme ich dann noch zu sehen, vermutete Fitzwilliam, nicht ohne einen bedeutsamen Blick auf Jacks zerzauste Haare zu werfen. Ja, na und? Rief Jack ungeduldig. Dann habe ich eben eine genaue Vorstellung davon, wie mein Leben ablaufen soll. Was hast du denn schon? Ach so, abgesehen natürlich von einem totschicken Seidenanzug, den du offenbar auch im strömenden Regen gerne trägst, wenn du gerade durch den Matsch wartest. In Arabellas Richtung wisperte er, diese Adligen haben so merkwürdige Hobbys. Schon irgendwie interessant, oder? Ich habe beschlossen, euch zu begleiten, verkündete Fitzwilliam und zog einen eigenen Reisesack hervor. Dieser war natürlich viel schöner als der von Arabella oder Jack. Er war aus neuem Leder und höchstwahrscheinlich voller, toller, teurer Sachen. Jack setzte zum Protest an, aber Arabella brachte ihn zum Schweigen. Warum willst du das tun? Fragte sie neugierig. Du bist offenbar reich und musst nicht auf Schatzsuche gehen. Wir schon. Ein Mann, der ein solches Leben hat, kann doch machen, was er will. Du hast es nicht nötig, dich aus deinem Elternhaus davonzuschleichen, um Abenteuer zu erleben. Jedenfalls nicht so sehr wie ich, sagte sie mit einem bösen Seitenblick auf Jack. Du verstehst schon, ich bin ja nur ein Mädchen. Au contraire, milady. Fitzwilliam verbeugte sich galant. Als ältester Sohn des Earls von Dalton habe ich mich genau denselben Regeln zu unterwerfen wie du. Vielleicht sogar noch mehr als du. Wir sind vor weniger als einem Monat aus England hierher gekommen, weil mein Vater beschlossen hat, seine Geschäfte mehr in diese Region zu verlagern. Seitdem hatte ich nichts anderes zu tun, als Tanzbälle und andere lahme Festlichkeiten englischer Familien zu besuchen. Oh, das klingt ja fürchterlich, säuselte Jack voller Spott. Du hast ja keine Ahnung, ereiferte Fitzwilliam sich. Wie auch immer, innerhalb des nächsten Jahres soll ich mir jedenfalls eine der englischen Damen aussuchen und heiraten. Ich darf nicht der Marine beitreten oder irgendeinen anderen Beruf wählen. Mein Vater entscheidet alles. Und er will, dass ich das Leben der Daltons weiterführe. Das bedeutet öde Spaziergänge mit reichen, kichernden Mädchen und einem Anstandswauwau, Abendessen mit den Freunden meines Vaters, die dreimal so alt sind wie ich und viele, viele Hektar Bananenbäume. Wie fürchterlich, ahmte Arabella Jack nach. Haufenweise Bananen, da sind mir betrunkene Seemänner natürlich zehnmal lieber. Als ich das hier gefunden habe, war das wie ein Zeichen. Fitzwilliam hielt die Karte hoch. Mein Fluchtweg. Mein Schicksal, mein Abenteuer. Dein Abgang, ergänzte Jack prompt. Die hohe See ist bestimmt kein Platz für einen hochwohlgeborenen Schwächling wie dich. Spring von dannen, Fitzi. Tschüss. Warte doch mal, Jack. Vielleicht kann er uns doch nützlich sein, flüsterte Arabella.
Er kann uns neue Vorräte besorgen, wenn wir keine mehr haben. Und noch ein paar starke Arme an Bord wären auch nicht schlecht. Du scheinst mir Manns genug zu sein für das, was auf uns zukommt, entgegnete Jack. Danke, sagte Arabella. Völlig egal, was ihr sagt, unterbrach sie Fitzwilliam. Ich komme mit. Nein, tust du nicht, sagte Jack langsam und entschieden. Ruhig standen die drei sich gegenüber. Es schüttete weiterhin wie aus Kübeln und der Wind zerrte an dem Tauwerk der Barnacle. Fitzwilliam überlegte kurz, dann sagte er: Ich fordere dich zum Duell. Wenn ich gewinne, lässt du mich mit euch kommen. Wenn ich verliere, gehe ich und werde niemandem von euch und euren Plänen erzählen. Ach, Fitzi, das würde ich ja so gerne tun, entgegnete Jack und klang dabei überhaupt nicht traurig. Aber wie das Leben so spielt, habe ich das Schwert, das ich haben will, ja noch gar nicht. Tja, kein Schwert, kein Duell. Und du darfst leider nicht aufs Schiff. Tut mir so leid. Aber das ist doch kein Problem, mischte sich Arabella ein und grinste spitzbübisch. Beim Putzen des Schiffes habe ich ein halbes Dutzend Klingen gefunden. Sie kletterte auf die Barnacle und kehrte triumphierend mit einem alten, rostigen Schwert in der Hand zurück. Sie warf es Jack zu. Hier, bitte. Vielen Dank, Milady, knurrte Jack. Geschickt fing er das Schwert auf und wog es in der Hand. Es war kein besonders gutes. Fitzwilliam zog seine eigene Waffe, eine wunderbar gleichmäßig gearbeitete Klinge, die Luft mit einem Zischen durchteilte, als er in Richtung seines Gegners salutierte. Angeber, murmelte Jack. Sie sprangen aufeinander zu. Mit metallischem Klang trafen die beiden Waffen aufeinander und Funken sprühten über den dunklen Strand. Gewandt sprang Jack vor und zurück, hechtete nach vorne, duckte sich und warf sich in Pose. Fitzwilliam dagegen rührte sich kaum. Mit kurzen Schwüngen aus dem Handgelenk parierte er die Angriffe seines Gegenübers. Wenn er sich bewegte, dann tat er es mit Hilfe präziser und flinker Fußarbeit. »Das wird auf eine klare Entscheidung hinauslaufen«, sagte Arabella. Jack tat ihr ein wenig leid. Fitzwilliam hatte ihm offenbar Jahre erstklassigen Trainings voraus, das er garantiert von einem hervorragenden englischen Fechtmeister bekommen hatte. Darüber hinaus war der Adlige fast einen ganzen Kopf größer als Jack und wesentlich muskulöser. An Kampfeswillen konnte Jack es jedoch voll und ganz mit ihm aufnehmen. Außerdem steckte er voller kleiner Tricks und Kunststückchen, wie etwa auf Felsen und Treibgut springen, um Fitzwilliams Schwert auszuweichen. Aber all seine Talente konnten den zukünftigen Earl of Dalton nicht aufhalten. Das Gesicht verkniffen vor Konzentration verdoppelte Fitzwilliam die Zahl seiner Angriffe. Mit seiner ganzen Kraft warf er sich nach vorn, Jack wich aus, warf sich auf den Boden und rollte sich über den Rücken ab. Doch als er sich aufsetzen wollte, war Fitzwilliam schon über ihm und zielte mit der Schwertspitze auf Jacks Kehle. »Na, gib dich«, verlangte Fitzwilliam und grinste siegessicher. Jack runzelte die Stirn. Für einen Moment sah es so aus, als wollte er sich weigern. Dann seufzte er auf und warf seine Klinge weg. Schon gut, du musst ja nicht gleich so überheblich sein«, knurrte er gereizt. »Aha«, Fitzwilliam schob sein Schwert selbstzufrieden in die Scheide und hielt Jack die Hand hin, um ihm aufzuhelfen. »Nicht nur ein höchst wichtiger und schwer beschäftigter Seemann, sondern auch noch ein guter Verlierer. Ich bin doch wahrhaftig zufrieden mit den Fähigkeiten und Talenten meiner Begleiter.« Jack schlug Fitzwilliams Hand weg und stand allein auf. »Fitzi nervt ganz schön, oder?« rief er Arabella zu. Ganz Unrecht hatte Jack nicht. Er mochte ja stark und geschickt und ziemlich gut aussehend sein, aber Fitzwilliam P. Dalton, der Dritte, hatte auch ganz sicher einen Hang dazu, ein Wichtigtuer zu sein, fand Arabella. »Dann sind wir also ein Team«, sagte sie und streckte ihre Hand aus. Fitzwilliam nahm sie nur zögerlich. Zum ersten Mal wirkte er verunsichert. Wahrscheinlich hatte er noch nie einer Frau die Hand gegeben. Jack legte seine Hand auf die Hand der anderen und platzte plötzlich vor lauter Begeisterung. »Auf das Abenteuer!« rief er. »Auf das Abenteuer!« wiederholte Arabella und lächelte. »Ja, auf das Abenteuer!« stimmte Fitzwilliam langsam und ernsthaft ein. »Und natürlich«, fügte Jack grinsend hinzu, »auf den Schatz und die Freiheit!« Am dritten Tag auf See schien eine gleißend helle Sonne am blauen Himmel. Je weiter sie sich von Tortuga entfernten, desto besser wurde das Wetter. Das Meer war so glatt wie Spiegelglas. Kein Fisch stieß an die Oberfläche und kein noch so laues Lüftchen wehte durch die schlaff herabhängenden Segel. Es war sehr, sehr heiß und die Barnacle befand sich mitten auf dem Meer, kein Land weit und breit in Sicht.
Der kleinen Crew war nur noch wenig Trinkwasser geblieben. Vielleicht würde es noch 3 Tage reichen, aber nur, wenn sie es sich gut einteilten. Schlapp und träge saßen sie an Deck. Fitzwilliam hatte sogar sein schickes blaues Jackett endlich ausgezogen, sehr unfein für jemanden seines Standes. Jack plagten solche Bedenken offenkundig nicht, und er hatte sein Hemd so weit wie möglich aufgeknöpft. Fitzwilliam gab sich keine Mühe, seine Unzufriedenheit mit ihrer Situation zu verbergen. »Das geht jetzt schon seit Tagen so«, beklagte er sich. »Heute ist bereits der 2. Tag, an dem wir keinen Wind haben, geschweige denn eine Ahnung, wo wir sind.« »Das wissen wir selbst, Fitz«, gab Arabella entnervt zurück. Obwohl sie ihre Haare zur Abkühlung hochgesteckt hatte, rann der Schweiß in Bächen ihrem Hals hinunter. »Ich dachte, ihr zwei wärt echte Seemänner«, sagte sie nun herausfordernd. »Na ja, das bin ich ja nun auch«, beeilte Jack sich zu beteuern. Arabella und Fitzwilliam starrten ihn wortlos an. »Ein Seemann, meine ich, irgendwie«, änderte er kläglich und wandte sich dann schnell ab. »Und du?« wandte Arabella sich an Fitzwilliam und bewarf ihn mit einem Kompass, nur um ihn dann sofort nachzuäffen. »Oh, mein Vater, der Earl, hat mir absolut alles über das Kartenlesen und die Längengrade und alles andere beigebracht.« Arabellas Tonfall war hochmütig. »Wenn wir bloß eine Karte hätten, dann könnte ich sie auch lesen«, grummelte Fitzwilliam beleidigt. »Ach ja, natürlich. Die liegen ja auch auf der Straße, die streng geheimen Karten, die zu den alten Königreichen der Piraten führen«, verhöhnte Jackie. »Jedenfalls würden sie das ganz bestimmt tun, wenn es so ein Königreich der Piraten überhaupt gäbe«, schnaubte er mit einem Seitenblick auf Arabella. »Was soll das denn bitte heißen?«, fragte Arabella streitlustig. »Ich habe dir gesagt, ich glaube, die Isla Skeletica, über die Stone Eyed Sam geherrscht hat, gehört zu den Inseln über dem Winde. Ich habe aber doch nie behauptet, ich wüsste genau, wo sie ist.« »Dafür schienst du dir deiner Sache aber ziemlich sicher zu sein«, entgegnete Jack. »Ach, ihr könnt mich doch beide mal«, schimpfte Arabella gereizt und gar nicht damenhaft und wandte ihnen den Rücken zu. Jack seufzte. Er nahm sein Stirnband ab und wischte sich damit das Gesicht ab. Als Geste des guten Willens wollte er es auch Fitzwilliam anbieten, aber der sah ihn nur angewidert an. Jack zuckte die Achseln und zog sich sein Stirnband wieder an. Eine widerspenstige Strähne ließ sich jedoch nicht bändigen und wurde ihm vom Wind immer wieder ins Gesicht gepustet. Plötzlich hielt er inne. Der Wind pustete ihm das Haar ins Gesicht. Der Wind! Er leckte seinen Finger und hielt ihn nach oben, um festzustellen, woher der Wind wehte. Hoffnungsvoll wandte er sich Richtung Südosten. Von hier kam das schwache Lüftchen. »Fitz, gib mir dein Fernglas«, befahl er. Offensichtlich zu müde und erhitzt zum Streiten zog dieser vorsichtig sein Fernglas aus dem Gepäck. Sein Vater hat es ihm geschenkt und es war sein kostbarster Besitz. Es schien aus Messing und Kupfer zu bestehen, aber vielleicht war es auch aus Gold. Jack ging mit dem kleinen Teleskop deutlich weniger behutsam um. Als er geräuschvoll damit hantierte, zuckte Fitzwilliam unwillkürlich zusammen. Jack hielt das Glas an sein Auge und blickte Richtung Süden. »Was siehst du, Jack?«, wollte Arabella wissen, die ihren Ärger offenbar vergessen hatte. »Endlich Wind«, antwortete der. »Juchai«, jubelte Fitzwilliam. Jack und Arabella starrten ihn skeptisch an. »Ich meinte natürlich, joho-ho, Wind«, tja. Verbesserte er sich schnell und räusperte sich verlegen. In der Ferne machte Jack eine Regenwand aus, die sich rasch auf sie zubewegte. Als er das Glas absetzte, nahm der Wind bereits merklich zu. »Und es regnet außerdem.« »Das ist doch toll! Verdursten werden wir schon mal nicht«, jubelte Fitzwilliam. Die ersten Wolken verdunkelten den Himmel über ihnen. »Nein, verdursten werden wir sicher nicht«, meinte Jack vielsagend und biss sich auf die Lippe. Plötzlich erklang über ihnen ein unheimliches und scharfes Geschnatter. Jack blickte auf. Der sich verdunkelnde Himmel war bedeckt mit Möwenschwärmen, Pelikanen und anderen Meeresvögeln, die sich vor dem herannahenden Sturm in Sicherheit bringen wollten. Für einen Moment verstummte die Mannschaft und beobachtete schweigend die aufgewühlte See und das Himmelsspektakel über ihnen. Ein sanfter Nieselregen setzte ein, der Wind überzog den Ozean mit kleinen Wellen. Am Himmel wurde es zunehmend dunkler. Es sah aus, als ob eine große Öllampe langsam heruntergedreht würde. Die Brandung wurde stärker und stärker und warf das kleine Boot hin und her. »Wo kommt das denn jetzt her?«, murmelte Arabella ungläubig. »Ich meine,
Das ist doch ziemlich merkwürdig. Der Himmel, das Meer, vor einer Minute war doch noch alles ganz ruhig. Ist doch egal, wo es herkommt, entgegnete Jack. Viel wichtiger ist, wo es hin will. Vor allem, da es genau auf unsere schöne Barnacle zuhält. Ach was, das ist doch nicht mehr als eine kleine Bö, wiegelte Fitzwilliam ab und blinzelte, um seine Augen vor dem stärker werdenden Regen zu schützen. Wir müssen es nur schaffen, das Boot über Wasser zu halten. In ein oder zwei Stunden ist der ganze Spuk bestimmt längst vorbei. Das überstehen wir schon, keine Sorge. Wie zur Antwort erschütterte ein ohrenbetäubender Donnerschlag, der jedes Kanonenfeuer in den Schatten stellte, das Schiff. Lange Blitze zuckten gefährlich auf sie herab, als eine riesige, anschwellende Welle das Deck überflutete und die Crew durchnässte. Hilf mir mal mit den Leinen, befahl Jack. Wir müssen sofort die Segel reffen. Die Segel einholen? Jetzt, da wir endlich Wind haben? Protestierte Fitzwilliam. Jack trat an ihn heran. Ja, natürlich. Jetzt haben wir Wind. Wie schön und wie praktisch für uns. Es wird uns bestimmt direkt zur Isla Esqueletica pusten. Seine Stimme wurde schneidend. Oder aber er wirft dieses Boot um, mühelos wie ein Spielzeug. Klar soweit? Fitzwilliam verstand. Die beiden Jungen holten die Segel ein und zogen die Taue fest. Arabella verstärkte, so gut sie konnte, die Luken mit Leinen. Obwohl sie, was die Legenden und Geschichten der Piraten und der Meere betraf, ein wandelndes Lexikon war, wusste sie leider fast nichts über das Segel. Sie folgte einfach ihrem Instinkt, band die losen Taue und alles andere auf Deck fest und ging dann unter Deck, um sich um die wenigen persönlichen Dinge zu kümmern, die in den Schlafkojen herumlagen. Bald schon hatte der Sturm sie mit aller Kraft im Griff. Jack und Fitzwilliam hatten nur die unteren Segel einholen und den Mast absichern können, als der heftige Sturm schon über sie hereinbrach. Der Wind zerrte unnachgiebig an den Tauen und der tiefschwarze Himmel schüttete den Regen wie aus Eimern auf sie herab. Über ihnen wirbelten die Wolken umher und bildeten ein Abbild der wilden Wellen unter ihnen. Als Jack und Fitzwilliam versuchten, die Barnacle zu wenden und den Wind Richtung zu bringen, warf sie sich unkontrolliert herum. Und obwohl Arabella sie nur nach Kräften unterstützte, gelang es ihnen nicht, das Steuer und das Ruder zu führen. Plötzliche Flutwellen setzten das Deck immer wieder unter Wasser und rissen die dreiköpfige Crew um. Die drei unerfahrenen Seeleute wurden von einer Reling zur anderen geworfen, während die Barnacle dem Sturm trotzte. »Das funktioniert nicht!« schrie Fitzwilliam. Die Barnacle wird wie ein Spielball hin und her geworfen. Fitz, nimm deine Axt. Wir müssen den Hauptmast abschlagen, schrie Jack zurück. Du bist wohl wahnsinnig geworden, rief Fitzwilliam. Hör mir doch zu. Du kannst mir später sagen, dass ich falsch liege, wenn wir dann noch nicht tot sind, entgegnete Jack. Ich versuche es von dieser Seite. Bella! Er wandte sich zu ihr um. Du machst uns einen Anker. Schnapp dir irgendetwas Schweres, ein Fass oder Fitzis Tasche, egal was, das uns Halt geben kann. Binde ein Seil darum und wirf es achtern vom Boot, verstanden? Hei, hei, rief sie und machte sich an die Arbeit. Jack nahm sein Messer zwischen die Zähne und kletterte behende wie ein Äffchen den Mast hinauf. Dabei hielt er sich ganz fest, wie sehr der Wind auch an ihm zerrte. Im Klettern kappte er die Taue und ließ sie zusammen mit dem Segel auf Deck fallen. Als er ganz oben angelangt war, griff er das letzte Seil und ließ sich geschickt daran herabgleiten. »Jetzt, Fitz!« rief er. Fitzwilliam tat, wie ihm geheißen, und hieb auf den Hauptmast ein, als wäre er ein Baum. Auf dem schwankenden Deck stehend wickelte Jack sich in das Seil ein. Als der riesige Mast langsam hinten überkippte, gab Jack immer mehr von dem Seil nach und ließ den Mast damit so vorsichtig wie möglich nach unten fallen. Dennoch schlug er mit einem gewaltigen Knall auf und riss ein riesiges Loch in die Planken. Fitzwilliam konnte gerade noch rechtzeitig beiseite springen. »Alles erledigt, Jack!« ließ Arabella sich über das Tosen des Sturmes hinweg vernehmen. »Aber warum musste das eigentlich sein? Jetzt sind wir doch so gut wie verloren, oder?« »Wir haben dem Wind durch den Mast zu viel Angriffsfläche geboten!« rief Jack zu. »Aber diese Gefahr ist ja nun gebannt! Also, halt das Steuer gut fest!« Zu zweit hielten sie das Steuerrad umklammert, während der dritte unter Deck ging und das Wasser mit Eimern abschöpfte und ins Meer zurückschüttete. Der Sturm ließ nicht nach. Nachdem sie Stunden damit zugebracht hatten, völlig durchnässt und entkräftet die Barnacle über Wasser zu halten, zogen die Wolken und der Wind endlich weiter. Innerhalb weniger Minuten schien es, als ob es nie einen Sturm gegeben hätte. Die Sonne schien. Und Fische zogen im Wasser ihre Kreise. Jacks Plan hatte funktioniert. Die Barnacle hatte den Sturm überstanden, wenn auch nur knapp. Ein braungrüner Streifen erschien am Horizont. »Land!«
schrie Jack, als er jetzt durch Fitzys Fernglas blickte. Der Wind muss uns hierher getrieben haben, bevor wir den Anker ausgeworfen haben. Aber wegen des Sturms konnten wir das nicht sehen. Lasst uns beidrehen und dort nach Wasser suchen, schlug Fitzwilliam vor. Unser Trinkwasser hat sich ja schließlich als perfekter Anker erwiesen, fügte er mit einem Seitenblick auf Arabella hinzu, die gerade dabei war, ihre Röcke auszuwringen. Das war ja nun mal das einzig schwere Fass, das wir hatten, verteidigte sie sich schnippisch. Und außerdem war ohnehin nicht mehr viel drin. Sie dürfen gerne von dem Regenwasser trinken, Master Dalton. Okay, Leute, unterbrach Jack die beiden Streithähne. Lasst uns erstmal den Mast wieder aufrichten und die Segel setzen, soweit noch vorhanden. Unter Deck haben wir genügend Taue, um vorläufig alles zu befestigen. Trotz des wackeligen Mastes und der behelfsmäßigen Segel erreichten sie die Insel dank einer starken Strömung schon am nächsten Morgen. Das Eiland war nur wenige Meilen breit und offenbar unbewohnt. Nirgendwo deutete aufsteigender Rauch auf menschliche Behausungen oder Dörfer hin. Die Crew warf den Anker aus, sprang ins Wasser und wartete an Land. Vielleicht finden wir da oben auf dem Hügel eine Quelle oder einen kleinen Bach. Arabella deutete auf eine Anhöhe, die sich in der Ferne abzeichnete, als sie am Strand ankamen. Beim Näherkommen erwies sich das Unterholz als dichter, üppiger Dschungel. Die Chancen, Wasser zu finden, standen also recht gut. Ja, bestimmt, sagte Fitzwilliam fürsorglich. Geh du doch zum Boot zurück und warte dort, während Jack und ich uns das Ganze mal genauer ansehen. Anstelle einer Antwort trat Arabella ihm im Vorbeigehen auf den Fuß, während sie ungerührt weiter den Strand entlang marschierte. Jack seufzte tief. Aber vielleicht bekommen wir es mit gefährlichen Eingeborenen zu tun oder mit wilden Tieren, protestierte Fitzwilliam, weil Arabella seine Warnung überhörte. Ich sehe ja nur ein wildes Tier, grollte Arabella und sah ihn wütend an. Dann raffte sie ihre Röcke und verschwand im Unterholz. Es war sehr heiß auf der Insel und die schweren, ledernen Reiseflaschen und die Wassercontainer zwangen die drei Abenteurer, langsam zu gehen. Arabella, bitte, rief Fitzwilliam, als er sie stolpern sah. Lass mich dir doch wenigstens eine von deinen Taschen abnehmen. Du bist doch viel zu schwach, um das alles zu tragen. Ja, Bella, winselte Jack entnervt. Lass ihn doch bitte deinen Diener spielen, sonst gibt er ja nie Ruhe. Deine Mutter ist bestimmt sehr stolz auf dich, murrte Arabella, als sie Fitzwilliam ihre Tasche reichte. Meine Mutter starb, als ich 9 war, antwortete er mit ernstem Gesicht. Ich hoffe, sie wäre stolz auf den Mann, der aus mir geworden ist. Oh, das tut mir leid, sagte Arabella ehrlich. Sie musste an ihre eigene Mutter denken. Das wusste ich nicht. Traurig blickte Fitzwilliam in die Ferne. Nachdem sie gestorben war, hat mein Vater gleich begonnen, seine Geschäfte in andere Teile der Erde, die neue Welt, wie sie bei uns genannt wird, zu verlagern. Fast so, als wollte er sich für immer von England und seinem alten Leben lösen. Könnt ihr euch nicht im Gehen unterhalten? Zack, zack, wir haben keine Zeit zu verlieren, rief Jack ungerührt und schlug sich weiter durch den dichten Dschungel. Er hat meine älteren Schwestern sofort verheiratet, und zwar mit Söhnen, deren Familien bereits in der neuen Welt sesshaft geworden waren, fuhr Fitzwilliam an Arabella gewandt fort. Mit dem Schwert bahnte er ihnen einen Weg durch das Unterholz. Einige von denen hatten wir noch nie gesehen, oder jedenfalls nicht seit unserer Kindheit. Jack rollte nur entnervt mit den Augen. Fitzwilliam hielt einen Moment inne und schaffte einen kleinen Baum aus dem Weg. Meine Lieblingsschwester Anna ist auf der Überfahrt zu ihrem Ehemann von Piraten entführt worden, und ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Wie schrecklich. Aber ich weiß genau, wie du dich fühlst. Meine Mutter ist auch mit einem Piraten fortgegangen. Ich verstehe gut, dass dich hier nichts mehr gehalten hat, sagte Arabella mitfühlend. Nein, wirklich nichts, entgegnete Fitzwilliam bitter. Können wir jetzt bitte in 3 Teufelsnamen endlich den Mantel des Schweigens über diese unselige Geschichte decken und uns mit unserer jetzigen Situation befassen? Polterte Jack auf einmal los. Arabella und Fitzwilliam sahen Jack nur befremdet an. Dieser klopfte verlegen den Schmutz von seiner Kleidung und räusperte sich dann. Na also, weiter geht's. War ihnen die Sonne schon am Morgen ihrer Landung unerträglich heiß vorgekommen, so mussten sie feststellen, dass die Hitze am Mittag leider noch wesentlich größer wurde. Die drei leerten den letzten Rest Regenwasser, den sie in ihren Flaschen gesammelt hatten, obwohl sie noch kein neues Trinkwasser ausfindig gemacht hatten. Fitzwilliam bemühte sich, es zu verbergen, aber er begann vor lauter Durst zu husten. Arabella fiel hin, behauptete aber, über eine Wurzel gestolpert zu sein. Besorgt beobachtete Jack seine Gefährten. Keiner von ihnen würde noch lange weitergehen können. Sollte ihr Abenteuer ein so dummes und schreckliches Ende finden? Nun kommt schon,
Jack bemühte sich um ein aufmunterndes Lächeln. Sieht so aus, als ob das Unterholz da oben aufhörte. Unter den Bäumen da drüben ist es bestimmt kühl und schattig. Da können wir uns ein bisschen ausruhen. Arabella nickte erschöpft. Als Jack die letzten Äste beiseite schob und die anderen auf die Lichtung führte, stellte er begeistert und auch ein wenig überrascht fest, dass alles tatsächlich genauso war, wie er es ihnen versprochen hatte. Kühl und schattig. Es gab wunderbar weiches Gras, auf dem man sich ausstrecken konnte. Und noch viel überraschter war er, als er zwei Jungen bemerkte, die auf der Lichtung ein ziemlich kläglich aussehendes Floß zu bauen schienen. »Na bonsoir und bienvenue«, rief der erste Junge. »Guck mal, Tumen. Wir haben neue Freunde gefunden und vielleicht sogar einen Weg, von dieser Insel runterzukommen.« Die beiden Jungs richteten sich auf, um die kleine Mannschaft der Barnacle zu begrüßen. Derjenige, der zu ihnen gesprochen hatte, war der Größere. Er hatte dunkle Haut und lockiges braunrotes Haar, das seine Sommersprossen hervorhob. Seine grünen Augen blickten sie spitzbübisch, aber freundlich an. »Herzlich willkommen auf unserer verlassenen Insel«, rief er und verbeugte sich theatralisch. »Ich bin Jean, und das ist mein Freund Tumen.« Tumen nickte ihnen kurz zu. Er war klein, hatte glänzendes schwarzes Haar, eine Hakennase und gebräunte Haut. Arabella und Jack wechselten einen Blick. Tumen schien ein Einheimischer zu sein, trug jedoch die gleiche zerrissene Seemannskleidung wie Jean. »Ich bin Jack Sparrow«, stellte Jack sich vor. »Und das hier sind Arabella und Fitz.« Jean nahm eine Wasserflasche von einem Baumstumpf und reichte sie Arabella. Sie trank gierig. »Ihr seid wahrscheinlich in denselben verdammten Sturm geraten, was?« fragte Jean. »Tumen und ich waren auf der Seraph. Ich glaube, wir sind die einzigen Überlebenden. Die Engländer legen nämlich wenig Wert darauf, ihren Seeleuten das Schwimmen beizubringen.« »Das ist ja furchtbar.« Arabella war bestürzt. Sie atmete tief durch, wischte ihren Mund ab und reichte die Wasserflasche an Fitz weiter. »Es ist ziemlich heiß hier und auch nicht besonders schön, aber trotzdem, es gibt schlechtere Orte, um dort zu stranden.« Jean wies auf das sie umgebende Land. »Wir können uns von Kokosnüssen ernähren und da oben gibt es eine Quelle mit frischem Wasser. Und genügend Holz haben wir auch. Wir wollen uns ein Floß bauen und damit zu unserem Heimathafen zurückrudern.« Er zeigte auf einen Haufen ziemlich nachlässig zerhackten Treibholzes. Daneben lagen verschiedene Ranken und Lianen, mit denen die Bohlen offenbar aneinander gebunden werden sollten. »Es gibt also noch mehr Wasser?« fragte Fitzwilliam und reichte die Flasche an Jack weiter. Der hielt sie umgekehrt hoch, kein Tropfen mehr da. »Davon gibt's so viel du willst, mein Freund«, lachte Jean. »Das heißt, wenn dich die Umgebung nicht zu sehr stört.« Tumen hielt etwas hoch, das verdächtig nach einem menschlichen Knochen aussah. Jack schluckte. »Oh mein Gott«, entfuhr es Arabella. »Davon gibt's hier noch viel mehr«, sagte Jean düster. »Darum halten wir uns ja so nah wie möglich am Strand auf.« Wortlos starrten Jack, Arabella und Fitz den Knochen an. Arabella schrie auf und Fitzwilliam machte einen Satz zur Seite, als plötzlich ein pelziges, graues, hässliches Etwas auf die Lichtung stürzte. Fauchend sprang es auf einen Baumstumpf und bleckte seine gelben Zähne. Tumen grinste amüsiert. Jean lachte auf. »Was zum Teufel ist das?« fragte Jack. »Das ist Constance.« Jean kniete sich nieder und begann, das Monster zärtlich unter dem Kinn zu kraulen. Es beruhigte sich ein wenig und verhielt sich allmählich wie eine richtige Katze. Naja, zumindest wie eine dürre, ausgemergelte und ziemlich furchteinflößende Katze mit gelben Augen und einem krummen Schwanz. »Ihr habt diese Katze vom Schiff gerettet?« fragte Jack mit einem angewiderten Blick auf das Tier. »Warum denn bloß?« »Constance ist doch nicht nur eine Katze«, erklärte Jean stolz. »Sie ist meine Schwester.« Die Mannschaft der Barnacle warf sich vielsagende Blicke zu. »Deine Schwester«, wiederholte Jack. »Ja, sie ist meine Schwester. Zumindest war sie das. Ich meine, sie ist es natürlich noch immer, aber nicht mehr so wie früher. Wisst ihr, sie ist verzaubert worden, und zwar von der berühmten Zauberin Tia Dalma.« »Wahrscheinlich ist sie verzaubert worden, weil sie auch in ihrem früheren Leben schon so widerwärtig war wie jetzt«, vermutete Jack. »Ach, du armes Ding.« Mitfühlend streckte Arabella eine Hand nach der Katze aus. »Lass dich mal.« »Autsch!« Constance fauchte und hieb mit ihren langen, gelben Krallen nach Arabellas Hand. Drei blutige Kratzer waren dort zu sehen. »Du Kleine!« setzte Arabella an und zog erbost ihre Hand weg. »Eindeutig ein widerwärtiges Ding«, entschied Jack. »Was für ein Biest«, fand auch Fitzwilliam und reichte Arabella ein Taschentuch.
Sie nahm es und wickelte es um ihre Hand. Constance fauchte noch ein bisschen, dann sprang sie von ihrem Baum und stolzierte beleidigt und hoch erhobenen Schwanzes davon. Sie hat eine schwere Zeit durchgemacht, versuchte Jean, sie zu verteidigen. Jack rollte mit den Augen. Nachdem wir uns jetzt alle miteinander bekannt gemacht haben, ich nehme doch an, dass es hier nicht noch jemanden gibt. Keine Neffen, die in Ratten verwandelt wurden. Keine Cousins zweiten Grades, die zu tollwütigen Hunden wurden. Nein? Wunderbar. Also würde es euch dann etwas ausmachen, uns jetzt zu dieser Quelle zu führen, die ihr eben erwähnt habt? Aber gerne doch, grinste Jean. Folgt mir. Die Crew der Barnacle folgte Jean und Thumen und Constance natürlich, die sie auf einen ausgetretenen Pfad führten. Er schlängelte sich tiefer in die Insel hinein, direkt auf den Dschungel zu. Schon bald spendeten kleine Bäume der Gruppe Schatten. Dies und die begründete Hoffnung, dass sie bald einen kalten Schluck Wasser zu trinken bekommen würden, verlieh Jack, Arabella und Fitzwilliam neue Lebensgeister. »Bist du nicht ein bisschen zu jung, um auf einem Schiff zu arbeiten?« fragte Arabella Jean neugierig. Er und Thumen waren ein paar Jahre jünger als die anderen, höchstens 13. »Naja, es war gar kein richtiges Handelsschiff.« Jean wandte sich ihr zu und zuckte die Achseln, ohne auch nur einmal im dichten Unterholz zu stolpern. »Wie geht noch das Lied?« »Es gibt viele Schiffe in der Karibik.« »Und es gibt noch mehr Rum und Zucker, die auf den Ozean transportiert werden wollen. Thumen und ich sind im Vorteil. Wir sind zuverlässig, unverheiratet und im Gegensatz zu den alten Seebären trinken wir nicht.« Er grinste Arabella an, die zurücklächelte. Hinter ihnen schloss Fitzwilliam zu Jack auf. »Hast du vor, ihnen das mit unserem Schiff der Barnacle zu erzählen?« »Natürlich mache ich das«, sagte Jack in einem betont selbstverständlichen Ton, der verriet, dass er zuvor wahrscheinlich noch nicht darüber nachgedacht hatte. »Sie brauchen ein Boot und wir brauchen eine Crew.« »Angenommen, Sie wollen sich uns überhaupt anschließen. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Wir kennen Sie doch eigentlich gar nicht.« Fitzwilliam warf einen vorsichtigen Blick auf Thumen und Constance, die die Nachhut bildeten und sich mit gespenstischer Ruhe bewegten. In diesem Moment hob Constance den Blick, legte die Ohren an und bleckte die Zähne. Er fuhr zusammen. »Und außerdem, wenn wir mal von meiner genialen Idee mit dem Mast absehen, die uns beim letzten Mal den Hintern gerettet hat, haben wir auch keine Ahnung vom Navigieren?« fuhr Jack fort. »Oder hast du unser kleines Abenteuer schon vergessen, bei dem wir vom Weg abgekommen und in einem Sturm gelandet sind? Diese Jungs wissen wenigstens, was sie tun. Und wir brauchen gute Navigatoren, sonst können wir uns Cortes Schwert abschminken.« »Okay, aber wenn irgendetwas schief geht, dann knöpfe ich mir Jean vor. Und du nimmst Thumen.« Mit diesen Worten klopfte Fitzwilliam energisch auf seinen Schwertknauf. »Genau, und Arabella bekommt's mit der Katze zu tun«, ergänzte Jack. »Kein fairer Kampf, oder? Arme Bella.« »Da wären wir«, verkündete Jean. »Gönnt euch einen Schluck, mes amis.« Hinter einer weiteren Gruppe dichter Bäume verborgen, fanden sie einen kühlen Platz, dem von einem Felsvorsprung Schatten gespendet wurde. Eine Quelle, die wie ein Brunnen sprudelte, speiste mehrere klare Bäche. Arabella warf sich sofort auf den Boden und trank gierig von dem kalten Wasser. Jean lachte. »Und das Wasser in dem kleinen See dort drüben ist genauso klar, und man kommt viel besser heran.« »Und habt ihr irgendwelche unangenehmen Nebenwirkungen festgestellt, nachdem ihr davon getrunken habt?« fragte Fitzwilliam. »Das ist jetzt schon einen ganzen Tag her.« »Non, ich habe nichts bemerkt.« Jean zuckte die Achsel. Er setzte sich hin und stützte die Hände auf den Knien ab. Thumen stand schweigend neben ihm. »Und was macht ihr nun, jetzt, da ihr genug Wasser habt? Bitte sagt, dass ihr drei ein Schiff habt, zu dem ihr zurückkehren wollt.« »Das haben wir tatsächlich«, entgegnete Jack selbstzufrieden. »Die stolze Barnacle hat den Sturm überstanden. Wir müssen nur den Mast verstärken und dann kann weitergesegelt werden.« »Wo ist denn der Rest eurer Mannschaft?« wollte Thumen wissen. »Steht vor dir«, sagte Jack grinsend. Jean musste wieder lachen. »Mon Dieu, ein stolzes Schiff also?« »Könnt ihr uns zu unserem Hafen bringen?« fragte Thumen. »Ei«, nickte Jack, während er die Angelegenheit kurz von allen Seiten beleuchtete. So ungern er sich eingestand, möglicherweise hatte Fitzwilliam recht. Es schien tatsächlich ein wenig früh, um diese beiden oder diese drei in alles einzuweihen. »Das können wir tun, wenn's denn auf unserem Weg liegt.« »Wie ekelhaft«, rief Arabella plötzlich und gab sich Mühe, nicht aufzukreischen. Zunächst sah es so aus, als wollte Constance sich für die Verletzung an Arabellas Hand entschuldigen.
Doch anstatt ihre Hand brav abzuschlecken und zu schnurren, ließ die Katze anmutig einen menschlichen Fingerknochen vor sie auf das Gras fallen. Jack beobachtete die Szene interessiert. »Wo kommen mal die Knochen eigentlich her?«, fragte er. »Von da oben.« Jean deutete hinauf. »Wenn du willst, können wir uns das mal ansehen.« Als alle sich in Bewegung gesetzt hatten und sie sich unbeobachtet glaubte, wandte Arabella sich wütend der Katze zu. »Na warte«, zischte sie drohend. Der Pfad war kaum mehr als eine Vertiefung im Schlamm. Er führte hinter der Quelle den Hügel hinauf. Von hier aus schlängelte er sich langsam weiter Richtung Dschungel. Auf halber Höhe konnten sie die Ausläufer des Dschungels und den Strand sehen. Mit blinzelnden Augen versuchte Jack, die Barnacle auf dem Wasser auszumachen. Da war sie und ließ sich von den großen Wellen schaukeln. »Moment mal«, rief Jack verwirrt aus. Von der ruhigen See, auf der sie hierher gekommen waren, war nichts mehr zu sehen. Die Brandung wurde zusehends stärker und der nördliche Himmel war wolkenverhangen und düster. »Nicht schon wieder ein Sturm«, seufzte Arabella. »Man könnte meinen, er verfolgt uns.« »Das ist merkwürdig«, meinte Jean. »Der Sturm schien doch vorbeigezogen zu sein, und zwar in Richtung Norden wie gewöhnlich. Ein tropischer Sturm, der von Norden kommt, ist mir noch nie untergekommen.« Eine krumme, knorrige Strandpinie zitterte in dem aufkommenden Wind und machte flüsternde Geräusche, als er durch ihre Nadeln fuhr. »Er kommt genau auf uns zu.« »Schon wieder«, stellte Jack fest. Nach einem Blick zurück auf den Strand deutete er auf das grüne, tropische Innere der Insel, das vor ihnen lag, und entschied, »Lasst uns weitergehen, und zwar schnell! Unter dem Dach des Dschungels sind wir sicherer.« Keiner widersprach. Sie kämpften sich vorwärts und erreichten den Schutz der sich biegenden Palmwedel. Der Wind nahm zu und ließ die riesigen Blätter laut rascheln. Nichts sonst war zu hören. Kein Insektensummen, kein Vogelzwitschern, kein Tier ließ sich sehen oder hören. »Ich wünschte, ich könnte Hosen tragen«, stöhnte Arabella, als sie wieder einmal umständlich ihre Röcke zusammenraffen musste, um über einen umgestürzten Baumstamm zu steigen. »Du würdest auf jeden Fall einen sehr hübschen Piraten abgeben«, befand Jean grinsend. »Aber wie kommt es eigentlich, dass deine Freunde dich mit an Bord gelassen haben? Frauen bringen Schiffen Unglück, weißt du?« »Katzen auch«, gab Arabella scharf zurück und hob die Faust, an der Constances Kratzer immer noch ein wenig bluteten, in seine Richtung. »Touché«, schaltete Fitzwilliam sich ein, und er lächelte dabei zum ersten Mal. »Oh, sprichst du auch Französisch?«, fragte Jean. »Mais oui, Französisch, Deutsch, Latein und Griechisch«, zählte Fitzwilliam stolz auf. »Hey toll, Griechisch«, spottete Jack. »Na, das wird uns helfen, wenn wir es auf dieser Insel mit wütenden Eingeborenen zu tun bekommen.« »Retamai rakashabel, majunzakwinekizel«, knurrte Tumen. »Wie bitte?«, fragte Arabella neugierig. Jean zuckte die Achseln. Kreolisches Französisch war das nicht. Bald schon wurde der Pfad breiter. Mehr und mehr flache Steine schoben sich aus dem Moos hervor, und es schien fast so, als sei der Pfad einmal ein gepflasterter Weg gewesen. Zunächst waren die Gebeine leicht zu übersehen. Sie waren alt und vertrocknet und brüchig wie Strandgut oder die Äste eines längst abgestorbenen Baumes. Doch je weiter sie kamen, desto größer wurden die Skelettteile, die den Weg säumten. Ganze Schädel und Gerippe von Brustkörben blitzten aus dem Schlamm hervor. Verrottete Kleidung und Ledergürtel umflatterten die Gerippe, die bereits zur Hälfte von Pflanzen überwuchert waren. »Woran sind die wohl alle gestorben?«, fragte Arabella. »Die Knochen scheinen intakt zu sein. Ein Kampf oder eine Schlacht scheint es hier nicht gegeben zu haben. Es sieht so aus, als hätten sie alle einfach so ihr Leben ausgehaucht.« »Und es sind so viele«, sagte Fitzwilliam. Dabei klang er wesentlich weniger tapfer, als er es wahrscheinlich vorgehabt hatte. »Tja, wie aufregend«, sagte Jack unbeeindruckt. »Das ist also unser erstes Treffen mit den Einheimischen. Ich frage mich, ob sie tatsächlich Griechisch sprechen.« In diesem Moment fauchte Constance, machte einen Satz voran und verschwand hinter einer Biegung. »Constance«, schrie Jean erschrocken. Brüsk schob er Jack beiseite und lief hinter ihr her. »Ich glaube, du solltest besser nicht«, setzte dieser an, aber Jean war schon im Unterholz verschwunden. »Dämliche Kinder«, fluchte Jack durch seine zusammengebissenen Zähne und rannte ihm hinterher. »Constance, komm nach runter«, hörte er Jean rufen. Dann ertönte ein unangenehmes, schabendes Geräusch. Es klang wie Krallen, die einen Baumstamm herunterrutschten. »Nein, Constance, nein!« Als Jack die Biegung erreicht hatte, sah er Jean mit einem merkwürdig überraschten Gesichtsausdruck vor sich stehen. In diesem Moment gab der Boden unter Jeans Füßen nach.
riesige Felsbrocken erzitterten, dann rollten sie vorwärts und verschwanden in der Dunkelheit und Jean mit ihnen. »Jean!« schrie Tumen und stürzte aus dem Unterholz. Jack, Arabella und Fitzwilliam waren direkt hinter ihm. Alle starrten in die Tiefe. Was sie dort unter sich sahen, war keine Grube. Es war eher ein kleines Tal und sie standen direkt auf einer Art Stadtmauer. Die Felsbrocken hatten zu einem Gefechtsturm gehört. Unter ihnen erstreckten sich die Überreste einer alten, versunkenen Stadt. Verfallene Häuser, gepflasterte, mit Staub bedeckte Wege, Brunnen, die schon längst kein Wasser mehr führten, und Hunderte und Aberhunderte von Skeletten waren zu erkennen. »Schönen guten Tag, du Stadt der Toten!« rief Jack und grinste. Unter ihnen im Tal rieb Jean sich den schmerzenden Kopf. Davon abgesehen schien es ihm jedoch gut zu gehen. »Ich bin okay!« rief er den anderen zu. Dann erst wandte er sich um und sah, wo er war. Ein pfeifender Wind blies durch die altertümlichen Gemäuer und die Skelette und bedeckte die Straßen mit einer unheimlichen Staubwolke. »Dieser Ort ist verflucht«, stellte Fitzwilliam grimmig fest. »Wir sollten uns hier nicht länger als nötig aufhalten.« »Moment mal, Jack!« bemühte Arabella sich aufgeregt um seine Aufmerksamkeit. »An dem Abend, an dem wir uns begegnet sind, habe ich ein Gespräch der Piraten belauscht. Dort sprach Handsome Todd von einem Ort, eine kleine Stadt, ganz aus Stein und Marmor, wie von den Römern erbaut. Das Paradies der Piraten. Erinnerst du dich? Ich habe dir von der Legende erzählt. Und sieh mal dort!« Sie wies auf ein Gebäude im Zentrum der toten Stadt, das einer aztekischen Pyramide ähnelte. Zu ihren Füßen bemerkte sie eine Münze. Sie beugte sich nieder, um sie aufzuheben. Auf der einen Seite waren ein S und ein etwas unbeholfen aussehendes Auge eingeritzt. »Das ist das Zeichen von Captain Stone-Eyed Sam. Jack, das hier muss seine Insel sein. Das ist das Königreich der Piraten, nach dem wir gesucht haben.« Jack sah selbstzufrieden auf die Stadt hinab und lächelte. »Nach diesem Ort habt ihr gesucht?« drang Jeans ungläubige Stimme zu ihnen hinauf. »Wir suchen nach dem Schwert von Cortez«, verbesserte Jackie. Jean und Tumen murmelten etwas in ihrer Sprache vor sich hin. Constance wollte sich offenbar auch mal wieder bemerkbar machen und fauchte in die Runde. »Aber wie kann das bloß sein?« fragte Fitzwilliam. »Dass die Insel, auf die wir uns nach dem Sturm zufällig flüchten, auch zufällig genau die ist, die wir die ganze Zeit gesucht haben?« »Tja, das nennt man eben Glück«, entgegnete Jack unbeeindruckt und begann die Wand hinabzuklettern. Tumen folgte ihm. Arabella wollte sich damit nicht zufrieden geben. »Das ist doch nicht einfach Glück. Wir sind hier, eben weil wir danach gesucht haben. Das Schwert, oder vielmehr die Schwertscheide, hat uns förmlich hierher gezogen.« »So ein Quatsch«, winkte Fitzwilliam überheblich ab. Aber er beeilte sich dann doch, hinter den anderen herzuklettern. Auf ihrem nun folgenden Erkundungsgang durch die Stadt war Jack bemüht, sich und die anderen bei Laune zu halten. Doch das war leichter gesagt als getan. Nicht einmal die Aussicht, Cortez schwer zu finden, konnte den schrecklichen Anblick, der sich ihnen bot, vergessen machen. Und da sie keine Ahnung hatten, wo das Schwert sein könnte, mussten sie eben überall danach suchen. Dabei sahen sie das Skelett einer Waschfrau, die noch immer über die Wanne gebeugt stand, während die Kleider, die sie gewaschen hatte, längst trocken und von Motten zerfressen waren. In einer Taverne, die auf unheimliche Art und Weise an das Faithful Bright erinnerte, saßen die toten Gäste noch an den Tischen. Die staubigen Bierkrüge hielten sie fest in ihren längst knochigen Händen. Doch nicht nur tote Menschen bevölkerten die Stadt. Auch leblose Kuhherden fanden sie, sowie einen Hund, der offenbar gerade einer Katze auf den Fersen gewesen war. Die Hausdächer waren von kleinen Vogelknochen bedeckt. Und über allem tobte der Wind und blies ihnen trockenen Staub in die Augen und den Mund. »Was hier wohl passiert sein mag«, überlegte Fitzwilliam. »Hat die Pest die Insel heimgesucht? Oder ein großer Brand?« »Es war ein Fluch«, murmelte Tumen. »Ja, es war Cortez' Schwert«, erklärte Jack. »In dem Moment, in dem Captain Stone-Eyed Sam die Schwerthülle verloren hat, lag sein Königreich in Trümmern.« »Der Verlust der Hülle lässt Königreiche versinken«, wiederholte Arabella nachdenklich die Zeile, die sie damals auch schon Jack vorgesprochen hatte. »Das hier waren wahrscheinlich ganz normale Leute«, sagte Jack. »Besonders königlich sieht es hier nicht aus.« Er wies auf ein verfallenes Esszimmer, in dem vier grinsende Gerippe an einem umgekippten Tisch saßen und offenbar immer noch auf ihr Essen warteten.
Kommt, wir gehen zur Pyramide. Von da aus sieht man bestimmt besser. Erleichtert stellte Jack fest, dass Stufen in die Seiten der Pyramide eingelassen waren, die sich leicht ersteigen ließen. Schnell wie ein Eichhörnchen flitzte er ganz nach oben und begann die Stadt von seinem erhöhten Standpunkt aus abzusuchen. Als er über den Dschungel hinwegblickte, riss Jack auf einmal erschrocken die Augen auf. Der Himmel war rabenschwarz geworden und sah aus wie ein Fass voll mit kochendem Teer. Der Sturm kam direkt auf sie zu. Wasserfontänen schossen aus dem Meer hoch und zerteilten den Horizont. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Sturmland einwärts losbrechen würde. Eilig kam Jack die Pyramide wieder heruntergestolpert. Der Sturm da vorne, gewaltig, japste er. Schaffte es kaum, ruhig zu atmen. So gewaltig wie der uns fast alle im Meer tränkt hätte? Erkundigte sich Fitzwilliam. Viel schlimmer, rief Jack und schien mit seinen Armen die Ausmaße des Sturmes veranschaulichen zu wollen. Wir müssen Schutz suchen. Der Wind. Seht mal dort. Arabella wies eine der ehemaligen Prachtstraßen hinauf. Sie führte geradewegs auf einen riesigen, zerfallenen Palast in Pyramidenform zu, den sie zuvor wegen des dichten Dschungels um sie herum nicht hatte sehen können. Seine früher prächtig verzierten Steinmauern standen noch. Und der wilde Wein, der sich an ihnen hochrankte, bäumte sich im Wind auf wie giftige Schlangen. »Wo, wenn nicht hier, werden wir wohl unser verfluchtes Schwert finden?« rief Jack, während er sein Tuch auf den Kopf presste, damit es nicht vom Sturm davongeblasen wurde. Arabella nickte. »Und Unterschlupf!« ergänzte sie. Da schlug der Blitz in eine Baumgruppe direkt neben ihnen ein. »Vorwärts, in den Palast!« befahl Jack. Der Palast bot einen beeindruckenden Anblick. Heruntergekommen, wie er war, gab ihm doch der Glanz ehemaliger Pracht. Die Eingangstüren, die längst in ihren Angeln verrostet waren, gaben den Blick auf einen eleganten Korridor, der zu den Räumen im Inneren des Palastes führte, frei. Jack beäugte den Eingang kritisch. Leider boten die Türen nicht annähernd so viel Schutz, wie er gehofft hatte. Sicher waren sie einst stabil und solide gewesen, doch nun ließen sie sich nicht einmal mehr schließen. Der Wind pfiff heulend durch die Spalten in den Steinen und Ziegeln und fuhr durch die langen Flure und Gänge. Die Dunkelheit, die den herannahenden Sturm ankündigte, erlaubte ihnen nur, wenige Meter weit nach vorn und oben zu sehen. Riesige Spinnweben hingen von den Decken herab und abgestorbene Ranken, die vom Wind herumgewirbelt wurden, verursachten unheimlich kratzende Geräusche auf dem Fußboden. Die überdimensionalen Bodenfliesen waren mit Baum- und Blumenmustern und reich geschmückten Kriegern verziert, die tanzten und kämpften. In der Mitte des Raumes befand sich eine riesige Bodentafel, die einen Gott mit Federschmuck im Haar zeigte. Quetzalcoatl. »Ich traue dem Ganzen nicht«, erklärte Tumen und wies auf die Tafel des Palastbodens. »Das hier ist doch das Zeichen des Aztekengottes.« »Oh, toll«, freute sich Jack. »Dann sind wir ja auf der richtigen Spur.« In diesem Moment brach der Boden unter ihnen weg. Tumen schrie auf und fiel in die gigantische Grube, die sich plötzlich unter ihnen aufgetan hatte. Fitzwilliam hechtete nach vorn und erwischte Tumens Arme. Doch der Junge war zu schwer und die Wucht des Sturzes zu groß. Fitzwilliam wurde über die Fliesen gezogen und war schon gefährlich nah an den Rand der Grube herangerutscht. Jack warf sich auf den Boden und packte Fitzwilliam bei den Fußknöcheln. Doch auch das genügte nicht. Jean umfasste Jacks Beine, doch noch immer rutschten sie weiter auf die Grube zu. Die rauen Fliesen rieben Jacks Haut auf. Und auch wenn er versuchte, seine Füße in den Boden zu stemmen, er konnte die Bewegung nicht stoppen. »Ich falle!« schrie Tumen. Einer seiner Arme entglitt Fitzwilliam und der plötzliche Ruck zog sie alle noch ein weiteres Stück hinunter. Fitzwilliam warf sich auf die Seite. Sein Gesicht schrammte über den Boden und hinterließ dort eine blutige Spur. Jean schob Constance beiseite, natürlich nicht ohne sich bei ihr zu entschuldigen, und warf sich auf Jack. Doch auch das genügte nicht. »Marabella«, rief Jack, »du musst deinen Rock zerreißen!« »Wie bitte?«, fragte sie irritiert. »Nur den oberen«, erklärte Jack erschöpft. »Bind ihn um den Pfeiler da und halte Jean fest!« Ohne weiteres Zögern tat Arabella, worum Jack sie gebeten hatte, und zerriss ihren Rock in einen möglichst langen, breiten Streifen. Diesen wickelte sie um den Fuß eines Pfeilers und wand sich das andere Ende um die Hüfte. Dann griff sie nach Jeans Hand. Constance zog es unterdessen vor, das Ganze mit wenig hilfreichen Miauen zu kommentieren. Jack war bereits bis an den sich auftuenden Abgrund gezogen worden. Spitze, schwarze Pflöcke ragten aus der Tiefe aus übel riechendem, trüben Wasser hervor. Jetzt musste sofort etwas geschehen. Fitzwilliam und Tumen hingen knapp über dem gefährlichen Gewässer.
Jack durchfuhr ein Zittern. Unter großen Anstrengungen und lautem Stöhnen gelang es ihm und den beiden anderen, zuerst Fitzwilliam und dann Tumen, hinaufzuziehen. »Oh Mann, das war knapp«, seufzte Jack erschöpft. Allen saß der Schreck noch in den Gliedern, nur Tumen fluchte laut und erboste in einer Sprache, die keiner von ihnen verstand. Sie hatten es tatsächlich geschafft, den endgültigen Sturz in die Grube aufzuhalten. Aber durch den Einsturz war ihnen der Weg versperrt worden. Da sich die Eingangshalle nun in eine riesige schwarze Grube verwandelt hatte, führten an beiden Seiten nur noch ziemlich schmale Stege vorbei. »Ich hab Höhenangst«, klagte Jean mit einem nervösen Blick in die Grube. »Und ich dachte, du wärst Monsieur le Matros extraordinaire«, spottete Fitzwilliam bissig. »Auf dem Meer zu sein ist doch etwas ganz anderes«, protestierte Jean. Jack, Arabella und Tumen betraten den einen Steg, Jean, Fitzwilliam und Constance den anderen. Mit dem Rücken zur Wand bewegten sie sich vorsichtig und einen Fuß vor den anderen setzend vorwärts. »Sind das da unten Alligatoren?«, erkundigte sich Arabella, als sie aus dem schwarzen Wasser viele Meter unter ihnen ein schnappendes Geräusch hörte. Jack blickte hinab und riss erschrocken die Augen auf. »Oh, schön wär's«, entgegnete er und empfahl dann, »guck lieber nicht hinunter.« Endlich erreichten sie das andere Ende der Grube. »Also, das war wirklich ziemlich fürchterlich«, stieß Fitzwilliam hervor und pustete eine Staubflocke von seiner ansonsten tadellos aussehenden Jacke. Sein Gesicht mochte völlig verkratzt sein, aber seine Haare lagen noch perfekt. »Jack, sieh nur!« Arabella sog erschrocken die Luft ein. Unmittelbar vor ihnen knieten zahllose Gerippe, das knochige Gesicht zum Boden gewandt. Und vor dieser seltsamen Versammlung saß in einem gewaltigen, in Stein gemeißelten Thron das grinsende Skelett von niemand anderem als Captain Stone-Eyed Sam. Obwohl es in dem Saal keine Fenster gab und die ehemals brennenden Fackeln längst in ihren Halterungen verrottet waren, erhellte ein unheimliches blaues Licht den Raum. Durch die Risse in der Marmordecke sickerten Regentropfen, die auf den toten König und seine Untertanen tropften. Der Piratenkönig war in die kostbarsten Gewänder gehüllt, auch wenn sie jetzt von Motten zerfressen waren. Der Samt, die Seide und das feine Leinen, welches er im Körper trug, waren nun ebenso wertlos wie Arabellas zerrissener Rock. Um seinen Hals hing ein Medaillon aus reinem Gold und seine linke Augenhöhle zierte ein edler Onyxstein, daher sein Name Stone-Eyed Sam. Auf seinem knochigen Schädel saß ein schicker Piratenhut, dem die Zeit offenbar nichts hatte anhaben können. Die breite Lederkrempe und die Federn waren völlig unversehrt, und sie verliehen dem Captain immer noch ein angeberisches Aussehen. Auch nach seinem Tod war Stone-Eyed Sam ein echter Piratenkönig, und vor allem trug er einen wirklich tollen Hut. »Der Tod scheint sie alle plötzlich überrascht zu haben«, meinte Arabella. Jack führte die Crew vorsichtig an den Skeletten vorbei. Es war gar nicht leicht, auf keinen der zahlreichen Knochen zu treten, und schon zersplitterte etwas unter Arabellas Fuß. Zu spät bemerkte sie, dass dort die ausgestreckte Hand eines der Untertanen lag. »Treu bis zum bitteren Ende«, sagte Jack und blickte, sich hinunterbeugend, direkt in die Augenhöhle des Gerippes. »Wirklich sehr bewegend.« Arabella durchfuhr ein Zittern, als die Gruppe weiter Richtung Thron ging. Da stieß Jack einen erstickten Schrei aus. Alle schraken zusammen und wandten sich zu ihm um. Fitzwilliam griff nach seinem Schwert. »Seht doch!« Starr vor Schreck wies Jack auf den Thron. Immer deutlicher zeichnete sich im Schatten ein Seil ab, das durch ein Loch in der Decke herabgelassen worden war. Das andere Ende des Seils endete in einem komplizierten Knoten direkt über Stone-Eyed Sams Thron. Und dem Piratenkönig schien ein ziemlich wichtiger Körperteil zu fehlen. »Sein linker Arm«, erkannte Fitzwilliam und wandte sich zu Arabella um. Jack riss sich enttäuscht das Kopftuch herunter und pfefferte es auf den Boden. »Du hast doch gesagt, dass der Legende nach das Schwert von Cortez in Sams linker Hand stecken soll!« »Ihm ist der Arm gestohlen worden«, Jean pfiff durch die Zähne. »Wahrscheinlich von demjenigen, der dieses Seil hier zurückgelassen hat.« Er beugte sich hinab, um den Staub auf dem Thron untersuchen zu können. »Wer auch immer das getan hat, muss erst vor kurzem hier gewesen sein. Und er hat die Falltür in der Halle, die uns beinahe zum Verhängnis geworden wäre, offenbar umgangen.
Er wusste jedenfalls gut genug Bescheid, um es über die Hintertür zu versuchen, knurrte Jack und stampfte wütend mit dem Fuß auf. Nachdenklich fuhr er sich durch das triefend nasse Haar und ging hinüber zu Stone-Eyed Sam. Unter seinem Piratenhut schien das Skelett Jack triumphierend anzugrinsen. Wütend blickte Jack zurück. »Das ist schon ein ganz fabelhafter Hut«, dachte er. »Genau der richtige Hut für einen echten Anführer.« Ohne noch eine Sekunde zu zögern, schnappte Jack sich den schicken Hut des toten Captains, klopfte ihn ab und setzte ihn sich auf den Kopf. »Jack, der Mann ist tot«, rügte Fitzwilliam ihn fassungslos. »Das ist ja wohl das Mindeste, dass er mir schuldig ist.« Nach dem ganzen Ärger, den wir bisher hatten, verteidigte sich Jack. Jetzt brauchte er so schnell wie möglich einen Spiegel. Er war sich ziemlich sicher, dass er mit dem neuen Hut blendend aussah. »Kann's einfach nicht glauben«, seufzte Arabella traurig und ließ sich entmutigt auf die Stufen, die zum Thron hinaufführten, sinken. Was blieb ihr jetzt noch, außer zu ihrem jähzornigen Vater zurückzukehren und bis zu ihrem Tod oder ihrer Hochzeit den traurigen Gestalten im Faithful Bright Bier auszuschenken? »Wir hatten so viel Glück, dass wir diese Insel überhaupt gefunden haben. Es schien so, als wären wir schon fast am Ziel.« Auch Fitzwilliam seufzte. Tapfer versuchte er, seine Enttäuschung zu verbergen, aber es wollte ihm nicht so recht gelingen. »Da bleiben mir dann wohl doch nur die Bananen, ein langweiliges Leben und eine nervtötende Ehefrau.« Auch Jean und Tumen bedrückte, dass ihre neuen Freunde so niedergeschlagen waren. Sogar Constance ließ ein mitfühlendes Miauen ertönen, und Arabella, die ihren traurigen Gedanken nachhing, kraulte sie geistesabwesend zwischen den Öhrchen. Kaum, dass sie bemerkte, was sie da tat, zog sie jedoch schnell die Hand weg. Jack beugte sich über den toten Piraten und ließ in einem unbeobachteten Moment Sams steinernes Auge in seiner Tasche verschwinden. Da bemerkte er ein schwaches Funkeln im Seidenkragen des Captains. Grinsend griff er nach dem Schlüssel, den er soeben gefunden hatte, und zog ihn von dem Lederriemen ab. »In einer Hinsicht sind sich Könige und Piraten sehr ähnlich, Jungs und Mädchen und Kätzchen, kleines Biest-Dings«, belehrte er die anderen und zeigte ihnen den Schlüssel. »Sie alle lieben Schätze. Und Schwert hin oder her, ich wette, Stone-Eyed Sam hat hier irgendwo seine Beute versteckt.« Alle, sogar Constance, bekam mit einem Mal leuchtende Augen. Eine Stunde später hatten sie sämtliche Palasträume abgesucht, einschließlich des Verlieses und der Schatzkammern, und doch nichts als ein paar Münzen gefunden. Den Schlüssel hatten sie nicht einmal mehr gebraucht, denn die hölzernen Türen im Keller waren längst verrottet. In Stone-Eyed Sams Schlafzimmer fanden sie noch ein paar hübsche Lampen, alte Möbel, wertvolle Bücher und einige Ballen voller verrotteter Seide, aber leider keine funkelnden Kostbarkeiten, die leicht zu tragen gewesen wären. »Irgendjemand war vor uns hier und hat alles mitgenommen«, vermutete Fitzwilliam. »Das kann nicht sein«, entgegnete Arabella. »Hier sind ja gar keine Fußspuren wie im Thronsaal.« Jack runzelte die Stirn und dachte nach. »Vielleicht hat dieser Sam die ganzen Schätze um sich herum nicht mehr haben wollen«, sagte Jean und kraulte Constance unter dem Kinn. Plötzlich leuchteten Jacks Augen auf. »Er war doch Pirat, schon lange bevor er König wurde«, rief er. »Na und?«, fragte Arabella und rannte ihm hinterher. Die anderen folgten. »Na und? Von alten Gewohnheiten trennt man sich nicht so ohne weiteres, Bella.« Seine Stimme hallte in dem königlichen Schlafzimmer wieder. »Helf mir mal hierbei«, befahl er und begann, an dem riesigen Bett aus Ebenholz zu zerren. Jean und Fitzwilliam kamen ihm zu Hilfe. »Was redest du für einen Blödsinn, Jack?«, erkundigte Fitzwilliam sich entnervt. »Ich hoffe, wir suchen nicht seinen Nachttopf.« Verwundert über so viel Unverständnis seufzte Jack tief auf und zerriss den kleinen, vermoderten Teppich, der unter dem Bett gelegen hatte. »Du hast einfach keine Ahnung von Piraten, Fitzi. Wenn es um einen Schatz geht, kannst du niemandem vertrauen. Und du bewahrst ihn immer in deiner Nähe auf. Glaub mir, ich kenne mich da aus«, fügte er großspurig hinzu. Vorsichtig tastete er die Holzbohlen auf dem Boden ab und grinste zufrieden, als seine Finger eine Vertiefung fanden. Rasch pustete er den Staubfilm weg und zeigte triumphierend auf das Schlüsselloch, das sich in der Falltür befand. Der Schlüssel passte haargenau. »Zündet mir mal eine Fackel an«, forderte Jack die anderen auf und reichte ihnen seine Feuersteine. Arabella und Tumen machten sich schnell ans Werk. Jack öffnete die Falltür, leuchtete mit der Fackel und steckte seinen Kopf hinein. »Und?«, fragte Jean ungeduldig, während er von einem Bein auf das andere trat. »Na ja«, sagte Jack ruhig und ließ die Fackel in das dunkle Loch fallen. »Seht selbst.«
Fitzwilliam, Arabella, Tumen, Jean und Constance drängten sich um die Falltür herum. Fitzwilliam saß zuerst. Beim Blute des Königs, entfuhr es ihm. Die Fackel beleuchtete einen Raum, der vom Boden bis zur Decke mit Gold gefüllt war. Arabella saß da, mit Juwelen behangen und völlig benommen von so viel Pracht. Sie trug Perlenketten, daumendicke Goldketten, von denen mit Rubinen verzierte Anhänger herabhingen, Armreifen, die mit Diamanten und Smaragden besetzt waren. Schräg auf ihrem Kopf saß eine kleine Krone. Schmuck hatte sie immer als Mädchenkram abgetan, aber das hier war einfach etwas anderes. Noch nie hatte sie so viel Gold und so viele schöne Dinge auf einmal gesehen. Wo man auch hinschaut, Schmuck und Flitterzeug. Aufwendig verzierte Kristallkelche, hübsche kleine Dolche in goldenen Scheiden und mit Amethystknaufen versehen. Thronen, die fast überliefen von gelb glänzendem Geschmeide, Statuen aus hartem, wertvollem Metall, die Hunde, Jaguare, Götter und Vögel aus dem Garten Eden darstellten. Constances Interesse galt vor allem einer aus Onyx gemeißelten Katze mit pflaumengroßen Rubinaugen, um die sie neugierig herumstrich. Auch Jack war nun dabei, sich eifrig mit Juwelen zu behängen. Eine andere Möglichkeit, die Schätze zu transportieren, gab es schließlich nicht. Alle Truhen und Kisten waren längst verrottet und hatten ihren kostbaren Inhalt auf den Boden ausgespuckt. Nur eine von ihnen war noch heil genug, um den Schatz darin zu tragen, und sie war bereits bis an den Rand gefüllt. »Okay, das reicht für die erste Ladung«, entschied Jack, während er sich noch ein paar Ringe in die Taschen stopfte. »Lasst uns alles zusammenpacken und es zum Schiff bringen und den Rest später holen.« Tumen lachte über Jean, der gerade mit Armreifen und einer Krone geschmückt posierte. »Ich habe gedacht, hier auf dieser Insel zu landen, wäre ein Desastre«, gab Jean mit einem Blick auf die Reichtümer um ihn herum zu. »Aber jetzt ist daraus ein Riesenabenteuer geworden und es hat sich für uns gelohnt.« »Da wir gerade von lohnendem Einkommen sprechen, das Vermögen meines Vaters werde ich jetzt wohl nicht mehr brauchen«, murmelte Fitzwilliam zufrieden und betrachtete das dekorative Schwert aus purem Gold in seiner Hand. »Meinetwegen kann er mich enterben. Ich werde jedenfalls als gemachter Mann nach England zurückkehren.« »Und ich kann von jetzt an tun und lassen, was ich will«, jubelte Arabella und träumte von dem Leben, das ihr das Geld ermöglichen würde. »Ich könnte mir eine eigene Taverne kaufen oder einen Landsitz, nur für mich, und dann eine feine Dame werden.« »Ich kaufe mir erstmal neue Klamotten«, sagte Jean. »Und dann vielleicht mein eigenes Schiff.« »Und ein Pferd«, fiel Tumen ein. »Moment mal, Moment mal«, unterbrach Jack das allseitige Pläne schmieden. »Wir werden diesen Schatz für nichts anderes einsetzen als für unser großes Ziel, nämlich das Schwert von Cortez zu finden.« Fitzwilliam und Arabella runzelten die Stirn. So langsam fiel es ihnen wieder ein, warum sie überhaupt hier waren. »Was ist denn bitte so toll an diesem Schwert«, fragte Tumen, »dass so viele Menschen dafür sterben mussten?« »Von ihm geht sehr viel Macht aus«, erklärte Jack mit glänzenden Augen. »Die Macht nämlich, den Geist der Menschen zu verwirren, Königreiche einzunehmen und sie überhaupt erst zu erschaffen. Diese Macht kann uns gehören und vor allem können wir verhindern, dass die Piraten, die jetzt danach streben, sie bekommen. Vielleicht können wir die Piraten sogar ein für alle Mal aus der Karibik vertreiben. Und dann beherrschen wir die Meere.« Alle starrten ihn zweifelnd an. Jack, was war das gerade? Könnte es sein, dass du einen Hauch zu ehrgeizig bist?« fragte Arabella. Doch dann lächelte sie. »Aber für ein ehrgeiziges Vorhaben bin ich immer zu gewinnen.« »Genau, es ist ja für einen guten Zweck«, stimmte Fitzwilliam zu. »Ich und mein Schwert«, sein Blick fiel auf das nutzlose, aber höchst dekorative Ding in seiner Hand, »also ich meine, ich und mein anderes Schwert, wir werden meine Schwester rächen.« Tumen und Jean sahen einander an. »Seit ich denken kann, arbeite ich auf Handelsschiffen. Und für meinen Geschmack habe ich eindeutig genug Piratenangriffe miterlebt«, überlegte Jean. »Also warum nicht? Piraten sind ein übles Völkchen.« Und er fügte hinzu: »Der Teil mit der Macht und das mit den Königreichen, das gefiel mir auch.« »Eindeutig besser als Bananen zu schleppen«, bestätigte auch Tumen schulterzuckend. »Also sind wir uns einig. Dann auf zur Barnacle«, rief Jack grinsend. Auf einmal schien alles wie am Schnürchen zu laufen.
Zuerst hatte er die Schwerthülle gefunden, dann den Schatz, die Hinweise auf das Schwert und nun hatte er auch noch eine Crew, die zu ihm hielt. Sie boten einen etwas merkwürdigen Anblick, wie sie so hintereinander durch den Palast marschierten. Energisch, mit einem neuen Ziel vor Augen, stapften die sechs durch den Staub, beladen und behangen mit den kostbarsten Juwelen. Der kräftige Wind, der durch die Räume fegte, machte ihnen nicht mehr halb so viel aus wie zuvor, es sei denn, er kam direkt von vorne. Nicht einmal mehr das unheimliche blaue Licht und der Regen im Thronsaal konnten ihrer Begeisterung etwas anhaben. Vorsichtig trug Jack die Schatztruhe um den Thron herum. »Gut Acht geben! Schließlich wollen wir nicht die Toten aufwecken! Moment mal, was ist das denn?« Geräuschvoll ließ er die Truhe fallen. Und Fitzwilliam, der die Truhe von der anderen Seite festhielt, stolperte und landete auf seinem Hinterteil. Jack hatte etwas entdeckt, das er zuvor nicht bemerkt hatte. Er hockte sich hin, um den Boden unterhalb des Seils, das von der Decke hing, besser untersuchen zu können. Die Fußspuren waren tatsächlich sehr merkwürdig. »Der Typ, der sich unser sagenhaftes Schwert geschnappt hat, dürfte ziemliche Schwierigkeiten haben, sich damit aus dem Staub zu machen. Seht euch das mal an!« Alle traten näher. Es gab nur Abdrücke des linken Fußes, als ob derjenige, von dem sie standen, zwei davon hätte. »Left Foot Louis«, riefen Tumen und Jean wie aus einem Munde. Zu Tode erschrocken sahen sie sich an. Arabella wurde blass. Bevor sie noch irgendetwas sagen konnten, ertönte von oben ein lautes Rumpeln und Krach. Der Sturm hatte ein Stück aus der steinernen Decke eingerissen, das nun polternd in die Gruppe der knienden Skelette fiel. Durch das riesige Loch in der Decke stürzte gleich darauf ein gigantischer Wasserguss auf die Sechs herab und durchnässte alle bis auf die Knochen. Constance fauchte und heulte und fauchte und schüttelte sich wie ein Hund. »Auf zur Barnacle!« rief Jack. »Sofort!« »Bist du verrückt geworden?« erkundigte sich Arabella, während sie ihre Haare ausfrang. »Da draußen tobt ein fürchterliches Unwetter!« »Sie hat recht«, stimmte Fitzwilliam mir zu. »Lass uns das Unwetter lieber in einem der kleineren Räume abwarten und vielleicht ein kleines Feuer für die Nacht machen.« »Naja, ihr könnt ja machen, was ihr wollt«, entgegnete Jack schulterzuckend. Er krempelte die Ärmel hoch und versuchte, die große Kiste so gut es ging selbst zu stemmen. »Macht es euch ruhig hier in den Ruinen gemütlich, mit all den Skeletten, den einstürzenden Decken und dem gefährlichen Captain Torrance. Ich für meinen Teil nehme jetzt mein Schiff und diese bescheidene kleine Goldruhe hier und mache mich aus dem Staub. Klar soweit?« »Captain Torrance? Wovon zum Teufel redest du eigentlich?« begann Fitzwilliam. Dann wandte er sich um und sah hinter ihnen jemanden stehen. Jemanden, der ganz schön groß war. Genau genommen, riesengroß, mit verrückten grauen Augen und er wirkte sehr, sehr wütend. »Zum Barnacle!« schrie jetzt auch Arabella und Jack verdrehte entnervt die Augen. Fitzwilliam und Tumen griffen jeder ein Ende der Kiste und Jean griff sich Constance und die sechs rannten hinaus mit Torrance dicht auf den Fersen. Während die Crew der Barnacle durch den Palast rannte, wurden der Wind und der Regen, der durch das löchrige Dach auf sie hinunterprasselte, nur noch stärker. Sie hatten zunächst einen guten Vorsprung vor Torrance gehabt, doch für zwei Schritte, die sie machten, benötigte er nur einen und er holte sie langsam ein. Als sie die Eingangshalle mit dem reich verzierten Steinfußboden und der Falltür darunter erreichten, hielten Jack, Fitzwilliam und Tumen gerade noch rechtzeitig inne. Die Falltür hatte sich bereits wieder geschlossen, aber sie wussten ja, was darunter verborgen lag. »Die Truhe können wir unmöglich mitnehmen, Jack«, schrie Fitzwilliam. »Wir müssen sie hier lassen. Wir schaffen es doch nie, sie über die schmalen Simse zu transportieren.« »Ohne die Schatztruhe gehen wir nirgendwo hin«, schrie Jack zurück. In diesem Moment preschte Torrance um die Ecke. »Nein, seht mal!« Arabella stieß das goldene Zepter, das sie in der Hand hielt, heftig gegen die Bodentür. »Die Falltür geht nur auf, wenn man versucht, in den Palast hineinzukommen, nicht wenn man versucht, hinauszukommen. Kommt schon!« Erneut hieften sie die Truhe hoch und liefen weiter. Torrance hatte gerade das andere Ende der Halle erreicht, als Jack noch einmal zurückrannte. »Jack!« rief Arabella erschrocken. Die Falltür begann sich wieder zu öffnen. Doch Jack sprang im letzten Augenblick geschickt auf das Sims an der Seite und kam zu seinen Freunden zurück. »Viel Glück beim Balancieren auf den schmalen Simsen!« rief Jack Torrance zu. »Los, macht schon!« schnauzte er dann seine Mannschaft an. Stolpernd ließen sie den Palast und die Stadt hinter sich und erreichten schließlich den Dschungel. Fast waren sie an der Barnacle angelangt, als Fitzwilliam über ein Stück Treibholz stolperte und die Truhe fallen ließ. Ein
strömenden Regen versuchte Jack hektisch, die Münzen wieder einzusammeln. Wellen brachen sich am Ufer, Hagel prasselte auf sie nieder. Die Crew hatte Mühe, dem tosenden Sturm standzuhalten. Jean wandte sich um und hielt nach Torrance Ausschau. Jack! Schrie er. Sieh mal, er hat es aus dem Palast heraus geschafft. Torrance war nicht mehr weit von ihnen entfernt und er schien ganz schön wütend zu sein. Über seinen Kopf zogen schwarze Wolken und um ihn herum strömte der Regen auf die Insel. Irgendetwas daran war seltsam. Der Regen fiel um ihn herum strömend auf die Erde, aber es regnete nicht auf ihn. Er befand sich im Auge des Sturms und er war völlig trocken. Plötzlich war alles klar. Der Sturm folgte ihnen, weil Torrance ihnen gefolgt war. Er war das Auge des Sturms, erkannte Jack nun mit Schrecken. Der Pirat selbst hatte den Sturm ausgesandt. Gib mir die Schwerthülle zurück, Junge, oder du bekommst die Konsequenzen zu spüren, knurrte Torrance Jack nun an. Wie hast du dir das denn vorgestellt, Kumpel? Willst du mich zu Tode aufweichen? Fragte Jack und stellte sich vor seine Mannschaft. Torrance schaute ihn böse an. Und je wütender er wurde, desto heftiger fegten die Winde um ihn herum. Hagel prasselte auf die Crew hinab. Pass bloß auf! Schrie Torrance. Wenn du mich schon nicht fürchtest, was ziemlich dumm von dir ist, dann fürchtest du aber bestimmt den allmächtigen, verfluchten Davy Jones. Jack lachte amüsiert. Haha, so, na klar. Davy Jones, mein lieber Torti. Davy Jones ist nichts als eine Legende. Auch Torrance lachte, aber es war ein unheimliches, furchteinflößendes Lachen. Ich habe Davy Jones getroffen, und zwar lebendig. Er bestand aus Fleisch und Blut, knurrte er. Du kannst dich glücklich schätzen, dass du nie mit ihm zu tun hattest, denn er sammelt die Seelen der Seemänner und zwingt sie, auf seinem Schiff Dienst zu leisten. Ich durfte auch schon dort zu Gast sein. Du kennst das Boot vielleicht, die Flying Dutchman. Bei der Erwähnung dieses Namens zuckten Arabella, Jack, Jean und Tumen unwillkürlich zusammen. Ei, ich sehe, ihr wisst, wovon ich spreche. Von dem schrecklichen Schiff nämlich, dessen Planken aus den Körpern und den Seelen der verdammten Seemänner gemacht sind. Ich würde auch zu den Verdammten gehören, wenn ich nicht so schlau gewesen wäre, mit Davy Jones zu verhandeln. Innerhalb eines Jahres muss ich ihm Cortes Schwert mitsamt der Hülle bringen, oder ich gehöre für immer zur Mannschaft der Flying Dutchman. Jones hat mich gebrandmarkt, damit ich das nie vergesse. Wie zum Beweis riss Torrance sein Hemd auf, und Jacks Augen weiteten sich. Auf der Brust des Piraten, blutrot und vernarbt, war die gefiederte Schlange eingebrannt. Das Zeichen, das sich auch auf Cortes' Schwerthülle befand. Dieses Zeichen verärgerte die heidnischen Götter, denn sie hassen Cortes und alles, was mit ihm zu tun hat, erklärte Torrance und knöpfte sein Hemd wieder zu. Sie haben mich verflucht. Regen und Sturm verfolgen mich, wo immer ich hingehe. Und wenn ich wütend werde, nimmt auch ihre Stärke noch zu. Und im Moment, mein Kleiner, bin ich wirklich sehr wütend. Ein Donnergrollen ertönte. Die Bäume um Torrance herum wurden vom Wind entwurzelt, als wären sie Grashalme. Prasseln stürzten Regen und Hagel vom Himmel. Es sah aus, als würde der Körper des Piraten Blitze aussenden. Sams Hut wurde Jack vom Kopf gepustet und es kostete ihn einige Mühe, bis er ihn erwischte und sich wieder aufsetzen konnte. Von leuchtenden Blitzen umgeben, kam Torrance mit großen Schritten auf Jack und seine Begleiter zu. Panisch wichen sie zurück, schafften es jedoch nicht, den Blick abzuwenden. Wie sollten sie es jemals schaffen, die Barnacle zu erreichen, falls diese den furchtbaren Sturm überhaupt überstanden hatte? Die Wellen hinter ihnen hatten eine schlammige Farbe angenommen und donnerten wie Kanonenhagel auf den Strand. Der Wind peitschte ihnen eine stechende, salzige Gischt entgegen, die sich in die verschorfte und zerkratzte Haut fraß. Jack zwinkerte heftig, um überhaupt irgendetwas erkennen zu können. Torrance schritt weiter voran, während die Crew immer weiter zurückwich. Der Pirat würde sie in das schäumende Meer drängen. Er würde sie ertränken. Jean setzte einen Fuß zurück und erschrak, als er ins Wasser trat. Bald darauf trafen die Ausläufer einer riesigen Welle sie am Rücken. Blitze umzuckten Torrance' Kopf. Arabella schrie auf und griff nach Fitzwilliams Arm. Tumen streckte seine Hände nach Jean und Constance aus. Fitzwilliam zog sein Schwert und vergewisserte sich, dass die anderen hinter ihm waren. Doch auch er wich immer weiter zurück.
Nur Jack trat dem wütenden Piraten unbeeindruckt entgegen. Lawrence, der noch immer im Zentrum des heftigen Sturms stand, griff nach seinem Schwert. Die Luft um ihn herum war immer noch elektrisch aufgeladen und knisterte geräuschvoll. Jack griff nach seinem Hut, der mittlerweile klitschnass war und dessen Krempe sich mit Wasser gefüllt hatte. Er nahm ihn ab und schüttelte ihn in aller Seelenruhe in Torrens Richtung aus. Plötzlich erklang ein ohrenbetäubendes Zischen und Fauchen, das immer stärker wurde und in einer gewaltigen Explosion endete. Von ihrer Wucht wurde Jack zurückgeworfen. Torrens Körper bäumte sich auf. Er schrie vor Schmerz. Dann fiel er bewusstlos zu Boden. Sein Körper dampfte. Was ist denn mit ihm passiert? Wie kann einfaches Wasser einen so machtvollen Piraten zu Fall bringen? Fragte Fitzwilliam verblüfft. Auch Jean und Tumen sahen einander ratlos an. Jack lächelte nur wissend und murmelte: Wusste ich's doch, dass Wasser und Blitze sich nicht gut vertragen. Seht mal, rief Arabella und deutete auf den Strand. Wie sich lichtender Nebel verzog sich der Sturm. Die Wolken zogen ab, der Wind wurde schwächer und die Sonne schien heller als je zuvor. Torrens bewusstlos zu machen hatte genügt, um den Sturm abflauen zu lassen. Wie durch ein Wunder trieb auch die Barnacle noch auf den Wellen, wenn auch mit leichter Schlagseite. Jacks kluge Wahl des Ankerplatzes hatte das Schiff vor dem Sinken bewahrt. Die Crew verschwendete keine Zeit mehr. Arabella verstaute den Schatz und schöpfte dann das Wasser unter Deck ab, während die vier Jungen den Mast und die Segel sicherten. Constance stolzierte unterdessen über das Schiff und schnurrte dabei, als würde sie allein gehören. Als sie davonsegelten, begannen sich hinter ihnen bereits wieder graue Wolken aufzutürmen. Torrens ist aufgewacht, murmelte Arabella. Wieder verschwand die Isla Skeletica hinter einer Wolkenwand, während der Sturm sich düster über ihren Stränden und dem Dschungel zusammenzog. Nun sahen sie auch, wie in entgegengesetzter Richtung ein weiteres Schiff die Insel verließ. »Das muss Torrens Schiff sein«, vermutete Jean. »Wahrscheinlich meutert seine Mannschaft.« »Tja, das wär's dann wohl für ihn«, freute sich Jack. »Diese Insel wird Torrens nie mehr verlassen. Das Meer wird so lange toben, bis er sich wieder beruhigt. Und ich glaube, wir können getrost unser Leben darauf verwetten, dass das niemals passieren wird.« »Hört, hört«, rief Arabella erleichtert und betrachtete dann hingerissen einen silbernen Kelch, den sie in der Schatzkammer gefunden hatte. »Okay, Leute«, sagte Jack gut gelaunt. »Fitzi, du setzt das Hauptsegel. Arabella, du kümmerst dich um das Tauwerk da vorne. Tumen, du findest heraus, wo in dieser verdammten Karibik wir eigentlich sind. Und du, Jean, ab ans Steuer!« »Wo soll's denn hingehen, Jack?« fragte Jean grinsend. »Na, wir machen uns auf die Suche nach Leftfoot Louis, ist doch klar«, entgegnete Jack. Er setzte einen Fuß auf die Reling und blickte aufs Meer hinaus. Gedanken verloren, rückte er seinen Hut zurecht. »Ach so, und...« fügte er da noch hinzu. »Bitte denk daran. Von jetzt an heißt es...« »Captain Jack Sparrow«, ergänzten die anderen. Die Barnacle segelte aufs Meer hinaus und die Mannschaft war fest entschlossen, das Schwert von Cortez zu finden. Macht und Freiheit würde es für sie bedeuten, aber auch Gefahr, wie sie hatten erkennen müssen. Denn sie würden es gegen die gefährlichsten Hände auf den sieben Weltmeeren verteidigen, gegen die muschelverkrusteten Klauen des schrecklichen und verfluchten Davy Jones nämlich. Aus dem Logbuch des Captains. Wir haben die Segel gesetzt und steuern auf den nächsten Hafen in Antigua zu, um unsere Vorräte aufzufüllen. Jean und Tumen navigieren und halten Kurs. Die beiden sind wirklich hervorragende Seemänner. Und wir nähern uns dem Schwert immer mehr, das spüre ich deutlich. Leider muss ich jedoch berichten, dass ich meinen ganz fabelhaften und totschicken Hut an einen Händler auf den Docks der Isla Puerta verloren habe. Wir haben gewettet, ob Meeresschildkröten einen Menschen auf dem offenen Meer tragen können. Ich hatte leider nicht recht mit meiner Annahme. Dennoch, mit einem so stolzen Schiff wie der Barnacle und einer so fest entschlossenen Mannschaft wie der meinen, glaube ich nicht, dass sich uns irgendein ernstliches Hindernis wird in den Weg stellen können. Nicht einmal der allseits gefürchtete Leftfoot Louis. Vielleicht wird der nächste Eintrag in diesem Logbuch ja davon handeln, wie wir endlich das Schwert von Cortez errungen haben. Gezeichnet Captain Jack Sparrow.